Retro Talk. Das Interview. Heute sprechen wir mit Bruce Shelley, einem Brett- und Videospieldesigner. Er war zum Beispiel der Co-Designer von Railroad Tycoon und Civilization zusammen mit Sid Meier und später war er auch in der Age of Empires Serie involviert. Es ist eine große Ehre für mich, mit ihm zu sprechen. Hallo und guten Morgen, oder besser gesagt, hier ist es morgens. Wahrscheinlich ist es in Deutschland gerade nicht morgens, hier ist es eher abends. Erinnern Sie sich an die ersten Kontakte mit Computertechnologie? Etwas verschwommen, aber ja, ich war am College, der Graduate School der Universität von Virginia in Charlottesville. Dort hatten wir einen Games Club. War sehr aktiv und traf sich an einer Nacht jede Woche. Einer der Jungs brachte dann mal einen TRS-80 Computer zu einem Gameclub-Treffen mit. Und das war, glaube ich, der erste PC, den ich gesehen habe. Und er hatte da auch eines der frühen Spiele drauf. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob es Bismarck war oder ein anderes ganz simpel gemachtes Spiel. Es hatte nur Schwarz und Weiß als Farben. Und wir saßen alle um das Ding herum und schauten zu. Wir konnten aber auch alle mal spielen. Und das war also auch meine erste Erfahrung, Computerspiele zu spielen. Das muss so um die späten 1970er Jahre rum gewesen sein. Zu dieser Zeit waren nicht so viele Menschen in dieser Szene interessiert. Hat Ihr Umfeld verstanden, was Sie getan haben? Verstanden, wofür dein Computer da war? Nun, meiner Meinung nach gab es dort sogar schon Erfahrungen mit Computern. Sie hatten dort einige Großrechner und ich studierte ja Wirtschaftswissenschaften. Ich beschäftige mich also auf Karten und Computern im Computerlabor mit bestimmten Programmen zur Regressionsanalyse. Also wussten wir schon, dass Computer einfach riesige Zählmaschinen sind, die sehr schnell zählen konnten. Die Idee, solche Dinge aber in Spielemaschinen umzuwandeln, das war für uns wirklich etwas Neues. Ich meine, wir wussten schon, dass da in den Universitäten auf den Großrechnern Spiele gespielt wurden. Da gab es sowas wie ein Star Trek-Spiel. Es wurden auch noch einige andere Spiele darauf gespielt. Das war aber hart an der Grenze zu dem, was wir unter Spielen verstanden. Ich meine, da wurde etwas gespielt. Aber in unserem Games Club spielten wir Sachen wie Kriegsspiele und solche Spiele wie Dungeons and Dragons. Games being played, but it was pretty far removed from what we were doing in our game club, playing board games and some Dungeons and Dragons and things like that. Haben Sie zu dieser Zeit versucht, selber Programme zu schreiben? Nein, das Coden hat mich niemals so gepackt. Ich war damals schon etwas älter. Ich war in meinen 30ern. Und ich war mir damals noch nicht sicher, womit ich meinen Lebensunterhalt verdienen werde. Aber Wirtschaftswissenschaften interessierte mich halt und schien sinnvoll. Ich dachte nicht daran, nochmal mit einer komplett neuen Fähigkeit zu beginnen, was Computerprogrammierung dann natürlich gewesen wäre. Es kam nicht aus mir heraus als etwas, das ich jetzt unbedingt wissen müsste. Sie waren damals schon an Brettspielen interessiert. Woher kam dieses Interesse? Schon als ich Kind war, genoss ich es, Spiele zu spielen. Ich freute mich regelrecht darauf, dass es regnete. Denn dann mussten die Kids hier das spielen, was mir so gefiel, nämlich Spiele. Ich erinnere mich da noch an Spiele, also in der sehr frühen Zeit, wie Chutes und Ladders oder Monopoly. Da war auch noch Bob oder Preezy oder irgend sowas. Jedenfalls ein Spiel aus dem Iran, also Persien. Verschiedene Brettspielklassiker, auch Schach. Ich spielte auch ein sehr interessantes Spiel mit dem Thema Sezessionskrieg. Es ging um die Schlacht von Gettysburg, die man dabei nachspielen konnte. Und als ich dann älter wurde, stolperte ich durch Zufall über diese Wargames. Es war ein verregneter Sommertag am Strand, deshalb machten wir uns auf in die Stadt und fanden ein Kriegsbrettspiel von Evelyn Hill in einem Laden. Da kaufte ich es mir und dachte, es wäre doch toll zu sehen, wie, also ich meine, ich liebe die Geschichte sowieso. Und da gibt es in den meisten Kriegsgeschichtsbüchern auf der Innenseite des Umschlags eine Karte, wo du die Orte und so abgleichen kannst, wenn du das Buch liest. Und diese Brettspiele ließen die Karten lebendig werden. Du konntest die Einheiten darauf platzieren und musst dich mit den Entscheidungen der Kommandanten von damals auseinandersetzen. On the maps and you can move them around, you face the decisions that the commanders at the time faced, and I got into these board games. Dadurch fesselten mich diese Kriegsbrettspiele und ich kaufte eine Zeit lang die Evelyn Hill Spiele. Ich war dann auch sehr früh ein Abonnent des Strategy and Tactics Magazine. Dort bekam man mit jedem Heft irgendein Spiel, meistens ein Kriegsspiel. Ich freute mich dann schon auf das Erscheinen des Heftes alle paar Monate. Und als ich dann auf die Universität von Virginia kam und die da diesen Game Club hatten, spielten wir Social Wargames. Wir spielten auch normale Wargames. Dann tauchten Dungeons and Dragons auf und wir wandelten das System in ein Mittelerde-Rollenspiel. Später waren Sie auch an der Produktion von Brettspielen beteiligt. Gab es einen Plan, daraus einen Beruf zu machen?
Grundsätzlich war das schon der Plan, das als Beruf zu machen. Denn als ich im Game Club an der Universität von Virginia war, taten sich einige von uns zusammen und gründeten die Spielefirma Iron Crown Enterprises. Und wir kontaktierten die Firma der Familie Tolkien, Tolkien Estate, und wollten uns dort die Rechte kaufen, um Rollenspiele zu vermarkten, die auf den Mittelerde-Geschichten basierten. Und wir entwickelten das Mittelerde-Rollenspielsystem MIRPS. Ich glaube, ich ging damals immer noch zur Schule, glaube ich, oder kurz danach, als ich einen Job in der Stadt hatte. Und ich dachte damals, bevor ich mit einem richtigen Beruf irgendwo anfange, versuche ich Karriere in der Brettspielindustrie, dort an einen richtigen Job zu kommen. Und jetzt, nach 40 Jahren, muss ich den Leuten leider sagen, dass ich niemals diesen richtigen Job in der Branche bekam. Aber später haben Sie doch für Avalon Hill 6 Jahre gearbeitet. Ja, nachdem wir Iron Crown Enterprises gestartet hatten, bemühte ich mich um eine Einstellung bei Simulations Publications Inc. in New York. Das waren die, die das Strategy and Tactics Magazine herausgaben. Und sie boten mir tatsächlich einen Job an. Wir trafen uns auf einer Game Convention, wo ich unsere MIRPS-Spiele verkaufte, und sie verkauften da auch etwas. Wir kamen ins Gespräch, was dann zu einem Vorstellungsgespräch wurde, in dem sie mir den Job anboten. Es wurde dann de facto aber nur zu einem Berufspraktikum, da zu der Zeit, als ich dort anfing, die Firma in Schwierigkeiten steckte und sie konnten mir doch keinen Vollzeitjob bezahlen. Ich nahm das Berufspraktikum für den Sommer. Also arbeitete ich für 3 Monate in New York City, Downtown Manhattan, für diese Spielefirma. Arbeitete dort an einem Brettspiel, aber sie sagten dann, dass sie mich nicht halten könnten. Die Firma sei in Schwierigkeiten. Es dauerte nicht lange, als ich gegangen war, ich denke so ein Jahr später, verschwand die Firma von der Bildfläche. Aber ich hatte dann noch eine Art Resümee und so schrieb ich Spielefirmen im ganzen Land an. Und dann luden mich Avalon Hill zu einem Vorstellungsgespräch ein. Und sie stellten mich dann tatsächlich ein. Januar 81, glaube ich, oder was, 82? Vielleicht 82, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dort war ich dann eben für 5 oder 6 Jahre. Was waren die wichtigsten Produkte, an die Sie sich aus dieser Zeit erinnern? Meine 3 Lieblingsspiele aus meiner Arbeitszeit dort waren als erstes ein Spiel namens Titan, welches ich genoss. 1830 war ein Spiel. Ich meine, ich designte nicht alle Spiele von Grund auf. Die meiste Zeit waren wir Entwickler. Wir schnappten uns Ideen von jemandem oder ganze Spiele und setzten sie neu auf oder machten daran den Feinschliff. Wir nannten uns selbst Entwickler, nicht Designer. Ich arbeitete mit Francis Tresham aus dem Vereinigten Königreich an 1830. Zusammen. Er designte es für uns und stimmte es mit auf unser amerikanisches Publikum ab. Dann gab es noch Britannia, das wir aus UK kauften. Titan war von Kollegen aus Wisconsin. Da gab es noch einige andere Spiele, mit denen ich auch meinen Spaß hatte zu arbeiten, aber das waren die, die mir am meisten gefielen. Ende der 80er Jahre verließen sie die Brettspielindustrie. Warum? Nun, zu der Zeit, den späten 80ern, so 86, 87 rum, stellte ich fest, dass die Brettspielbranche nicht das Richtige für mich war. Ich hatte keine Gehaltserhöhung bekommen, seit ich die Firma betrat. Ich hatte damals ein Gehalt ausgehandelt und es änderte sich eben nicht. Es ging nicht aufwärts. Ich ging nicht davon aus, dass diese Firma eine Zukunft hatte. Und dann verschwand Avalon Hill auch einige Jahre später. Ich schaute mich dann nach einer anderen Tätigkeit um und fand heraus, dass es dort in der gleichen Stadt, also Baltimore, eine Spielefirma gab. Da war Microprose und die machten Computerspiele. Und Avalon Hill hatte tatsächlich auch eine Computerspieleabteilung. Und bevor ich die Firma 1987 verließ, baten sie mich noch, auf die Arbeit mit Computerspielen umzusteigen. Also obwohl ich immer noch für Avalon Hill arbeitete, arbeitete ich nur an Computerspielen für sie. Die Abteilung hieß Microcomputer Games. Das erste Spiel, an dem ich dort arbeitete, war Wooden Ships and Iron Man. Ich erinnere mich daran, dass es eine Brettspielumsetzung für den Computer war und das mit CGA-Grafik mit 4 Farben. Wir arbeiteten auch an einem Basketballspiel. Aber trotzdem dachte ich, Microprose wird in Zukunft besser dastehen als Avalon Hill. Also dachte ich mir, müsste ich mit denen über eine Einstellung reden. Ich sagte ihnen, ihr habt eine Menge Entwickler, eine Menge Programmierer, viele Künstler, ihr habt kaum Leute fürs Spieledesign. Ihr braucht Leute wie mich, um Computerspiele zu machen, Spiele zu erfinden. Schlussendlich ließen sie mich zu einem Forschungsgespräch kommen und sie stellten mich Vollzeit für Computerspiele ein. Das war, wie ich meine, Anfang 1988. Wie kam es zum Kontakt mit Sid Meier? Kannten Sie seine Spiele vorher? Nun, das war einer der Beweggründe für mich, dort arbeiten zu gehen. Ein Freund von mir hatte, glaube ich, einen C64 und er meinte zu mir, ich sollte doch mal das Spiel ausprobieren. Und das Spiel, was er mich zu spielen bat, war Pirates, Sid Meier's Pirates. Und ich war sofort gefangen von dem Spiel und es war wunderbar, richtig grandios. Und es war um Längen besser als die Spiele, an denen ich für Avalon Hill arbeitete. Das war ein wirklich tiefgründiges Spiel. Und ich sagte dann vielen, dass ich die Arbeit einer Firma, die etwas derartiges fabrizierte, liebte. Und das war auch der Antrieb dahinter, dass ich anfing, Lobbyarbeit in Richtung von meiner Einstellung bei Microprose zu machen. Und sein Spiel, dieses spezielle Spiel, war der Auslöser, umzusatteln und zu versuchen, einen Job dort zu bekommen. Was war Ihr erstes Spiel, mit dem Sie bei Microsoft in Berührung gekommen sind?
Ich wurde speziell für die Arbeit in einem Spiel namens F-117A Stealth Fighter, glaube ich, eingestellt. Meine Aufgabe dort war es, die Karten und 3D-Objekte zu erstellen und beim Plan der Mission zu helfen. Die meiste Zeit erstellte ich aber die 3D-Objekte. Dazu muss man sagen, dass das ganz einfaches Zeug war. Aber ich klemmte mich voll dahinter und versuchte es zu schaffen. Ich meine, wir mussten herausfinden, wie wir die Dinge so einfach wie möglich machen konnten. Mit den wenigen 3D-Punkten mussten wir die Objekte in niedriger Qualität herstellen, um sie auf den Computern lauffähig zu machen. Wir hatten ja damals sehr wenig Arbeitsspeicher. Also fragten mich die Programmierer stets, ob ich die Objekte und Karten nicht kleiner und einfacher machen könnte. Gleichzeitig wollte der Chef aber immer alles größer und noch besser, am besten gigantisch haben. Und so war ich immer im Abwägungsprozess, um alle Seiten glücklich zu machen. Und es war keine sonderlich interessante Arbeit für mich, aber verglücklich einen guten Job zu haben. Und ich hatte damit auch einen Fuß in der Tür und es brachte mich weiter. Ein Jahr später haben Sie am Design des Handbuchs für Covered Action gearbeitet. Was für eine Art Arbeit war es, ein Handbuch zu erstellen? Also bei Sid bekam ich eine Menge Freiheiten und Sid liebte Handbücher. Er liebte es generell, tiefgründiges Material für seine Spiele zur Verfügung zu stellen, um es zu einem großartigen Erlebnis zu machen. Also gab er mir freie Hand und ich erzählte ihm, dass ich die Story, also das Handbuch, in einer Weise gestalten werde, dass der Max Remington-Charakter männlich oder weiblich sein konnte. Also das gesamte Handbuch war so geschrieben, dass wir es nicht klarstellten, ob Max nur Maxine oder Maximilian Remington war. Man könnte fast sagen, das war einer der frühen Versuche, Geschlechtsneutralität in ein Computerspiel einzuführen. Ansonsten weiß ich darüber hinaus nicht ganz genau, worauf die Frage abzielt. Also im Prinzip musste ich erklären, wie man das Spiel spielt, aber gleichzeitig der Story, dem Narrativ, also dem Geschehen, auch eine gewisse Würze verleihen. Ich meine, man muss wissen, das Spiel erstellte spontane Missionen, computergenerierte Spionagemissionen. Heute sind Handbücher nicht mehr so wichtig wie in der alten Zeit. Da gab es großartige Handbücher, dicke Handbücher mit vielen Informationen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sehr viel dafür recherchieren mussten. Ja, in der Tat, und ich mochte das auch. Und in der Brettspielindustrie fanden wir heraus, dass die Leute die Entwicklernotizen sehr mochten, also wie das Spiel hergestellt wurde und welche Recherchen getätigt wurden. Und ich denke, das machte die Spiele auch gehaltvoller. Nun ist aber schon einige Zeit vergangen und Leute sind eher auf dem Bildschirm fokussiert und sie haben nun weniger Interesse, das Spiel beim Lesen der Anlagen zu lernen, als es durch das Spielen selbst zu erlernen. Also waren sie auch weniger daran interessiert, so etwas durchzublättern. Es ging ja auch alles online und natürlich hatten auch Spielehersteller Interesse daran, Kosten zu senken. Also war für sie die Kosten Ersparnis bei den Handbüchern nützlich. So verschwanden die Handbücher dann letztendlich. Ich schrieb die Handbücher für Covered Action, Railroad Tycoon und Civilization. Aber die späteren Versionen von Civilization beispielsweise hatten dann auch keine Handbücher mehr. Aber ich genoss es. Ich meine, wir hatten damals keine gigantischen Nachforschungen dafür gemacht. Und um es nochmal in Erinnerung zu rufen, unsere Spiele erreichten ja dann auch eine breitere Spielerschaft. Ich machte immer den Witz, wir hätten unsere Recherchen in der Kinderbibliothek gemacht. Die Informationen am Kinderbuch sind generell für eine breitere Leserschaft aufgemacht. Außerdem haben die Kinderbücher viele Bilder. Und das half uns bei der Spieleproduktion. Denn unsere Grafiker brauchten Ideen. Wie sollte das Gebäude aussehen? Also kann man sich ein Kinderbuch schnappen und findet dort beispielsweise das Bild einer Kathedrale oder dergleichen. Und das wird ihnen helfen, zu einer Grafik zu kommen. What do you want this building to look like? Well, I could go to a children's book and find pictures of a cathedral or something and it would help them. Get an image. Sie erwähnten Railroad Tycoon. Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Titel? Das war super spaßig, daran zu arbeiten. Mary Thorne, damals meine Freundin, jetzt meine Frau, sagte, wenn du einen anderen Job für unser Leben bereit findest, arbeite ich unbezahlt an diesem Titel weiter. Es macht so viel Spaß, das Spiel zu entwickeln. Wir machten Ausflüge, wir gingen Dampflok fahren, wir besuchten Museen. Wir sammelten Ideen und motivierten uns dadurch sehr. Es war großartig. Ich denke, Sid trieb es an, seine Modelleisenbahn, die um seinen Weihnachtsbaum kreiste, in ein Computerspiel zum Leben zu erwecken. Dann fügte er die Ideen eines Geschäftsmodells hinzu und einen Börsenhandel. Wir spielten zusammen auch das Brettspiel 1830, in dem ich damals bei Evelyn Hill saß. Wir spielten es nur Spaß, aber ich denke, das hat möglicherweise auch Einfluss darauf ausgeübt. Und das war einfach auch super anzuschauen. Ich meine, ich bin ein Eisenbahnfreak. Ich mag Eisenbahnen, um mit Zügen zu fahren. Als Kind las ich einige wundervolle Eisenbahnreisegeschichten. Also an einem Eisenbahnspiel zu arbeiten, wo ich wusste, dass es ziemlich interessant werden würde. Einfach ein Teil davon zu sein, war sagenhaft. So, to make a railroad game come alive, a competent, pretty interesting railroad game come alive, be part of that experience was terrific.
Woher kam Ihre Vorliebe einerseits für Low-Tech, wie eine Dampfeisenbahn aus dem 19. Jahrhundert, andererseits für ein High-Tech-Flugzeug wie die F-19? Nun, diese Entscheidungen lagen ja nicht bei mir. Ich meine, in beiden Fällen traf jemand anders die Entscheidung. Das war dann das Spiel, das sie entwickelten, und ich war ein Teil des Teams. Und in dem Team hatte ich natürlich meine Verpflichtung. Ich meine, wenn ich eine Wahl gehabt hätte, dann wäre ich mit Rail Tycoon ebenfalls glücklich gewesen. Und ich habe einfach das Glück gehabt, daran arbeiten zu können. Ich denke, mein Interesse in dem Gebiet Half-Sit, oder besser gesagt, unser Vereinsinteresse, macht uns beide froh, daran zu arbeiten. Technologie, ich meine, ich bin kein Flieger. Flugsimulationen sind für mich beispielsweise nichts Spaßiges, da habe ich eine Blockade. Ich meine, ich hatte immer Probleme mit dem Landen der Flugzeuge. Bei einem digitalen Flugzeug bekomme ich das nicht hin. Ich meine, ich habe mal bei der US Navy einen Test mitgemacht. Nicht um ein Pilot zu werden, aber eben der zweite Mann im Cockpit in einem Flugzeug während des Vietnamkrieges. Das war, weil ich dachte, ich werde eingezogen. Ich sagte mir dann, komm, geh zur Navy, und machte dann diesen Test. Ich schlug mich sehr gut in den Intelligenztest und wurzelte mich notdürftig bei dem Flugeignungstest durch. Ich habe einfach keine Flugeignung. 1991 startete die bekannte Civilization-Reihe. Sie arbeiteten, soweit ich weiß, an der Dokumentation und am Design. Welche Erinnerungen haben Sie noch an dieses Spiel? Das war eine wundervolle Erfahrung, denn als wir am Projekt arbeiteten, merkten wir, dass wir etwas erschufen, was einschlagen wird. Und das in einer kleinen Stadt nördlich von Baltimore. Und ich denke, auch die ganze Firma hat etwas von diesem Enthusiasmus mitbekommen, von diesem wirklich außergewöhnlichen Spiel. Es war wirklich etwas Herausragendes, an dem wir dort gearbeitet haben. Ich schätze solche Möglichkeiten immer, aber als ich hier gerade beim Umzug durch meine Papiere geschaut habe, fand ich die Diskette, die Sid mir damals gab. Und es beinhaltete die wirklich erste Ausgabe von Civilization, die jemals existierte und die direkt von seinem Computer kam. And I found the original disc that Sid gave me in May of 1990. Er sagte, ich solle spielen, und wir sprachen danach darüber, denn ich hatte es noch nicht gespielt. Klar, hatten wir oft darüber gesprochen, ich hatte es auch gesehen, aber gespielt eben noch nicht. Und dann gab er mir diese 45-Zoll-Diskette und sagte, probiere es selbst. Und so kopierte ich erst einmal die Disc, schrieb ein Datum drauf und packte diese zu meinen Sachen. Denn bei Rail Tycoon hatte ich es anders gemacht, und deswegen existiert die erste Version davon eben nicht mehr. Diesen Fehler wollte ich bei Civilization nicht machen, und so hatte ich für die Nachwelt eine echte erste Version von Civilization behalten, denn ich wusste schon damals, dass es wichtig wird. Und vor kurzem gab ich dieses Kettenende zurück mit anderen Versionen davon, und Sid Meier sagte, dass er es tatsächlich wieder zum Laufen bekommen hat. Die Mai 1990-Version von Civilization 1. Da ist es ein Echtzeitstrategiespiel, es ist nicht rundenbasiert und da sind noch viele Dinge komplett anders. Aber es war der Funke vorhanden für ein wirklich tolles Spiel. Und so haben wir gearbeitet. Er gab mir eine neue Version jeden Tag. Ich spielte diese dann am Morgen und Mittag setzten wir zusammen und sprachen darüber und änderten Dinge sofort, um am Ende des Tages wieder eine neue Version zu bekommen. Und dann begann alles wieder von vorne. Und das über Wochen. Und er ließ auch niemand anderen das Spiel spielen. Es waren nur wir beide. Und das dann für Monate. Vielleicht auch, um das Feedback ein wenig kontrollierbarer zu halten, eben um keine großen Mengen an überschwänglichen Informationen verarbeiten zu müssen. Aber auf die lange Sicht merken wir, dass es falsch war, keine anderen Personen mit im Boot zu haben. Er merkte, dass wir ein paar Dinge hätten anders machen müssen, die er dann doch noch annahm und eingebunden hatte. Also einfach von Anfang an, doch andere Menschen dabei zu haben, wäre vermutlich besser gewesen. Welche Unterschiede gab es ein Brett- bzw. ein Computerspiel zu designen? Ich denke, es ist schwieriger, ein Brettspiel zu designen. Computer können eine Menge an Arbeit abnehmen. Man kann eine künstliche Intelligenz designen oder Spielemechanik, die der Computer abnimmt, aber man kann eben nicht vorhersehen, was menschliche Mitspieler machen. Das ist viel schwieriger zu verstehen, aber man kann den Abgleich viel besser hinbekommen. Man kann da auch viele Theorien durchlaufen lassen. Also eine künstliche Intelligenz, die vieles einfach ausprobiert und man bekommt so Feedback. Und was noch? Ach, Echtzeit ist etwas Tolles bei Computerspielen. So zwingt man Spieler, Entscheidungen zu treffen. Am Brett kann man sich tagelang Zeit für einen Schachzug nehmen, bei einem E-Mail-Schachprogramm sogar eine Woche. Bei einem Computerspiel geht das nicht. Bei zum Beispiel Age of Empires musste man sich entscheiden, eben wie das Spiel das vorsah. Es gibt viele Möglichkeiten, die man probieren könnte, hat aber nicht genug Zeit, diese auszuprobieren. Demnach gibt es Prioritäten, was man zuerst tun muss, und das ist das Interessante daran.
Und die Spieler, die es schaffen, innerlich zu sortieren, was zuerst getan werden muss, und die Reihenfolge danach, können das Spiel gewinnen. Das trainiert einen und führt zu einer besseren Erfahrung beim Spiel. Brettspiele hingegen können das soziale Element beinhalten. Natürlich kann man Computerspiele auch online mit Freunden spielen, aber an einem Tisch mit ihnen sitzen, reden, feilschen, lachen und einen Zug machen, das ist doch das Geniale daran. It makes it for a different experience. So I think board games can have a social element that's very powerful too. You can play computer games online with friends, but sitting at a table with your friends and joking with them and playing a game, planning ahead while they make their move, they're little different experiences. Wie war die Zusammenarbeit mit Sid Meier? Das war ein Knaller, wie wir es in den USA sagen. Eine unglaubliche Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin. Er ist ein ruhiger Typ, geboren in der Schweiz. Er ist wie ein Schweizer Uhrmacher, nur eben mit Spielen. Ich denke, ich habe sein Vertrauen gewonnen und wir wurden Freunde. Und es ist toll, in seinem Dunstkreis zu sein. Ich erzähle den Leuten immer, es ist wie auf der Spieleentwickler-Universität eingeschrieben zu sein. Denn unsere Gespräche waren immer weit von den zentralen Themen und schweiften sehr weit ab von dem Projekt, in dem wir arbeiteten. Und wir waren dann häufig bei dem philosophischen Aspekt des Spiels. Damals hatte ich schon 10 Jahre Spiele geschrieben, als wir miteinander arbeiteten. Und ich hatte ja schon viele direkte Erfahrungen beim Programmieren. Aber er war der Erste, den ich kennenlernte, den die Prinzipien des Spieldesigns interessierten. Was machen wir da eigentlich? Wie können wir etwas Magisches ein zweites Mal erschaffen? Was machen wir genau hier? Was passiert eigentlich, wenn jemand Spaß hat? Wie ist so etwas reproduzierbar? Für mich war das sehr lehrreich. Ich versuchte danach vieles, was ich damals gelernt habe oder dachte, gelernt zu haben, mit in meine weitere Karriere zu nehmen. That were make plain or clear working with him, I try to take with me and as I went on in my career. Hatten Sie manchmal das Gefühl, in seinem Schatten zu stehen? Jeder sprach über ihn. Everyone was talking about him. Nein, überhaupt nicht. Es war eine Freude. Ich war glücklich, in dieser Position zu sein. Ich habe so viel gelernt, es hat Spaß gemacht. Und es haben sich für mich Türen geöffnet. Jahre später, als ich in Verhandlungen mit Microsoft war, damit die Age of Empire herausbringen, machte es die deutlich ruhiger, dass Ensemble Studios eine Firma war, in der ich Jahre mit Sid Meier zusammengearbeitet habe. Und die Bewunderung für ihn war auch bei denen anzumerken. It made the guys at Microsoft more comfortable with Ensemble Studios because. Denn da war ein Kerl, der hat mit ihm zusammengearbeitet und saß Jahre neben ihm. Es macht sie entspannter im Umgang mit uns und es uns einfacher, Fortschritte voranzubringen. Ich werde immer dankbar sein für diese Chancen. Wir beendeten Civilization im Frühjahr 1992 und ich verließ die Firma am Ende des Jahres. Den Rest des Jahres haben wir an einem Spiel über den amerikanischen Bürgerkrieg gearbeitet. The company in December at the end of the year, and during the rest of that year we mostly worked on a Civil War game. Sie haben nicht an Colonization? Ich habe nicht an Colonization gearbeitet. Es war Brian Reynolds und Jeff Bridges und ich war schon weg. Aber ich habe den Strategy Guide geschrieben. Ich war ein bisschen involviert, weil sie mir Versionen des Spiels geschickt haben. Ich habe das Strategy Guide geschrieben, während sie das Spiel erstellt haben. Ich habe also Versionen des Spiels während der Produktion erhalten und es kann sein, dass etwas von meinem Feedback das Spiel beeinflusst hat. Aber ich war nicht offiziell beteiligt. It's possible that some of the feedback I gave them influenced the game, but I was not officially involved. Warum haben Sie damals Microsoft verlassen? Ich war verheiratet. Meine Frau hat als Führungskraft in einer großen amerikanischen Firma gearbeitet und sie hat auf Gelegenheiten verzichtet und die Firma verlassen, sodass ich bei Microsoft für einige Zeit bleiben konnte. Aber nach einem Jahr war sie in der Lage, einen guten Job im Raum Baltimore, Washington zu finden. Und dann hat sie einen fantastischen Job in Chicago angeboten bekommen. Zu der Zeit hat sie dreimal mehr verdient als ich. Ich war der am schlechtesten bezahlte Designer bei Microsoft, da ich von der Brettspielindustrie kam, die nur wenig bezahlt wurde. Ich kam für wenig Gehalt und sie wollten nichts dagegen tun. Die Führungskräfte der Firma haben mir gesagt, dass sie mir nicht helfen konnten. Also habe ich entschieden, weiterzuziehen. Ich war mir nicht sicher, was ich tun sollte, aber meine Frau hatte einen großartigen Job und das war richtig zur Zeit. Und so sind wir in die Umgebung von Chicago gezogen. Ich habe für einige Jahre Bücher für Strategiespiele geschrieben. Aber 1995 haben sie ein neues Studio gegründet. Ja, wenn man zurück
geht. Es gab einen Spieleclub an der Universität von Virginia. Dort gab es zwei junge Männer, deren Vater auch zu den Clubmeetings kam. Der jüngere der beiden war Tony Goodman. Ich denke, es war in der Junior High School in den 70ern. 1993 hatte er seine eigene Firma in Dallas. Er und seine Partner hatten eine Firma in Dallas, die Software für Banken erstellte. Er hatte Kollegen, die Computerspiele machen wollten, und er wollte auch Computerspiele erstellen. Sie fingen an, mich anzurufen. Wir kannten uns und waren Freunde. Er sagte, dass er eine Computerspielfirma gründen will und ob ich nicht daran beteiligt sein möchte. Ich sagte, ich kann aber nicht nach Texas ziehen wegen der Arbeit meiner Frau. Er sagte, ich könne von Oakland, Virginia aus arbeiten und müsse nur gelegentlich vor Ort sein. So bin ich dazu gekommen. Ich denke, ich war der vierte Mitarbeiter von Ensemble Studios. Okay, und was waren die ersten Projekte, in die Sie dort involviert waren? Wir waren auf der Suche nach einem Spiel, welches wir machen konnten. Die erste Idee, die wir hatten, war etwas wie die Serie Lost, wenn ich mich recht erinnere. Man wäre Teil eines Flugzeugabsturzes gewesen oder man hätte Schiffbruch erlitten. Und bei dem Spiel musste man ein Schiff bauen, um von der Insel zu kommen. Du musstest Baumaterialien finden und es stellte sich dann heraus, dass etwas anderes auf der Insel ist. Es sollte Kreaturen geben, versteckte Personen, merkwürdige Personen. Und man musste im Wettbewerb mit ihnen stehen oder sie bekämpfen. Oder sowas, um das Zeug zusammenzubekommen und sich selber zu retten. Das war die erste Idee, die wir hatten. With them or fight them or something like that. So there's going to be an involved process of getting this stuff together to get off this island and save yourself. Einer unserer Kollegen, Tim Dean, spielte Warcraft von Blizzard. Er brachte das Spiel ins Büro und sagte, das solltet ihr spielen, das ist es, was wir tun sollten, etwas wie dieses zu erstellen. Wir hatten dann ein Brainstorming und Tim oder ein anderer sagte, warum nehmen wir nicht diese Blizzard-Idee oder die Warcraft-Idee oder die Command & Conquer-Idee? And then we had to brainstorm. I'm not sure if it was Tim or someone else who said, why don't we take. Beide Spiele waren ziemlich heiß 1995. Und wir sagten uns, warum machen wir nicht ein Geschichtsspiel, ein Zivilisationsspiel in Echtzeit, wie die anderen es gemacht hatten? Das war die Grundlage für die Idee für Age of Empires. In real time, like these guys had done it. And so that was the genesis of the idea that became. Unsere erste Titelidee war Age of Man oder ein anderer Name. Wir entschieden uns, anstatt die gesamte Zivilisation zu machen, mit der Antike anzufangen, um zu sehen, ob wir es machen können, und einen kleineren Teil zu machen. Das wurde dann Age of Empires. And see what that did, how we could do that, with the way we bite off a smaller chunk, and that became Age of Empires. Hatten Sie zu der Zeit noch Kontakt zu Microprose? 1996 brachten die ja Civilization 2 heraus. Ich hatte nicht viele Kontakte zu Microprose, anders als Freunde. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, mit ihnen überhaupt gesprochen zu haben. Ich habe mich gefreut, Civilization 2 zu spielen, als es rauskam. Aber ich denke nicht, dass ich Kontakt zu ihnen hatte. Als wir einen Publisher für Age of Empires gesucht haben, hatten wir einen kurzen Kontakt mit ihnen wegen der Veröffentlichung des Spiels. Aber es führte zu nichts. Tony Goodman, unser Präsident, war wirklich darauf fokussiert, mit Microsoft zu sprechen, damit sie es veröffentlichen. Tony Goodman, our president, was really focused on trying to talk Microsoft into publishing it. 1999 wurden sie im PC Game Magazine als Spielegott, einer der 25 Spielegötter, bezeichnet. Hatten Sie das gelesen? Wie fühlt man sich bei so einem Artikel? Ich schätze, es war gut, um die Zeitschrift zu verkaufen. Ich glaube nicht, dass sie eine geeignete Wahl war. Sie hat uns gebeten, zusammenzukommen. Es gab einige Leute in Dallas bzw. Texas, die auf der Liste waren, und wir haben uns für ein Foto getroffen. Ich glaube, es war irgendwo in Dallas, weil Richard Garriott auf der Liste war. Andy Hollis war auf der Liste. Hollis war der Hauptprogrammierer für F-117A von Microprose. Er war zu Origin in Houston gewechselt und er wurde als einer der Top 25 in Erwägung gezogen. Und ich auch. Ich glaube, John Romero war auch auf der Liste. Ich kann mich nicht genau daran erinnern, aber die waren alle aus der Umgebung von Dallas. And he was considered one of the top 25 and myself and I think John Romero was also on the list. I can't remember, but sie haben uns alle zusammengebracht. Die Firma war glücklich, dass ich ausgewählt worden bin, wegen der Publicity für unsere Gruppe. Ich glaube aber nicht, dass ich geeignet war und dass ich so maßgeblich war. But I didn't think it was appropriate for me. I don't think I was that significant, really. In diesen Jahren waren Sie Mitglied des Leistungs- und Kontrollgremiums der Kunst- und Wissenschaftsakademie. Was für eine Gruppe war das? What sort of group was that? Die gibt es noch. Es war ursprünglich eine Unternehmensvereinigung. Die großen Spiele-Publisher wollten eine große Academy haben, wie die Academy Awards für Filme. Sie dachten, es wäre angemessen. Sie haben daraufhin die Academy of Interactive Arts and Sciences für eine Reihe von Jahren finanziert. Ed Fries, der für Spiele für Microsoft zuständig war, fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, Teil des Kontrollgremiums zu sein. Einige Jahre lang wurden die Mitglieder des Kontrollgremiums von den einzelnen Herstellern entsandt. Sie hatten die Idee, auch Spieleentwickler mit einzubinden, also diejenigen, die Spiele
erschaffen. Sie verfügten über eine bestimmte Anzahl von Sitzen, die durch die Wahl von Mitgliedern der Academy besetzt werden konnte. Und Ed fragte mich, ob ich mich für das Kontrollgremium bewerben wollte. Meine Kollegen von Ensemble ermunterten mich, es zu machen, weil es gut für die Publicity ist. Und ich habe mich beworben und ich bin dann auch gewählt worden. Ich habe dies einige Male gemacht und ich bin wiedergewählt worden. Es war interessant, andere Leute aus der Industrie und andere Spieleentwickler und auch die Führungskräfte der anderen Firmen zu treffen. Wir haben versucht, das Profil der Computerspiele zu schärfen, um daraus eine echte Industrie, eine echte Kunstform, einen echten Wettbewerb für Filme und Bücher und andere Formen der Unterhaltung zu machen, daraus eine Art Säule zu machen. Und zu einem Großteil haben wir dies auch erreicht. Wir haben eine eigene Konferenz mit dem Namen DICE Summit in Vegas gestartet. Art form as a real competitor for films and books and other entertainment venues to bring it up in its stature as a real industry. And I think to a large extent we succeeded in that. We started our own conference. Es ist auf 500 Top-Führungskräfte limitiert, die sich über die Industrie austauschen. Viele Deals werden abgeschlossen, viele Kontakte geknüpft. Anders als bei der GDC. Wir haben die Ausbildung gefördert. Es gibt ein Stipendienprogramm, um vor allem Minderheiten und Frauen in die Spielindustrie zu bekommen. Es gibt unsere Preise, um Leistung zu würdigen. Ich habe es gern gemacht. Ich habe mich nicht zur Wiederwahl aufgestellt. Ich dachte, nach 6 Jahren wäre es Zeit, dass jemand anders aus der Industrie die Chance erhalten sollte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. I was pretty pleased to do it. I resigned from the board, or I did not run for re-election. I thought after 6 years that it was time for somebody else to have a chance from the industry, but I enjoyed it very much. In 2001 wurden die Ensemble Studios von Microsoft gekauft. Erinnern Sie sich warum? Do you remember why? Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Es war ein sehr großer Tag. Ich hatte nie darüber nachgedacht, die Firma zu verlassen. Ich bin nur zur Arbeit gegangen, zu einer Firma, bei der ich gerne gearbeitet habe, mit Leuten, die ich gemocht und mit denen ich an großartigen Produkten gearbeitet habe. Aber wir waren ein Wirtschaftsunternehmen und wir wurden durch Tony Goodman aus einer anderen Firma finanziert und er hatte Partner. Es gab 3 der 4 Partner, die in Ensemble Studios investiert hatten und ihnen gehörte etwa 50% der Firma. Die andere Hälfte gehörte den Mitarbeitern, wie mir. Und ich denke, dass die andere Geschäftstätigkeit wegen der Dotcom-Blase kollabiert. Es war aufregend und platzte plötzlich. Das war nicht zu erkennen. Ich denke, sie waren unter hohem Druck. Sie haben versucht, Ensemble Studios zu Geld zu machen. Und der einzige Weg, dies zu tun, war, es zu verkaufen. Wir haben dann überlegt, wie wir uns am besten verkaufen können. Und es stellte sich heraus, dass unsere Produkte für Microsoft sehr wichtig waren. Und es machte Sinn für sie, uns einzugliedern, um so sicherzustellen, dass sie Zugriff auf unsere Produkte für die nächsten Jahre erhalten. Dies hat für beide Seiten funktioniert. Ahead and it worked out, I think, for both groups. Was waren die wichtigsten Produkte, nachdem Microsoft die Ensemble Studios gekauft hatte? Sie haben Age of Mythology und Age of Empires 3 veröffentlicht und einige Erweiterungen. Und wir haben Halo Wars für sie gemacht, welches eines der ersten Strategiespiele für Konsolen war. Es war ein sehr erfolgreiches Strategiespiel für die Konsole. Was dann passierte, war, dass Ed Fries, der uns wirklich geschätzt hatte, und einige der anderen Führungskräfte das Unternehmen verließen. Es gab ein neues Management-Team und dann ein drittes Management-Team und dieses dritte Management-Team hatte keine gemeinsame Vergangenheit mit uns. Sie sahen uns nur eine große Kostenstelle. Wir wurden gut bezahlt und sollten bald neue Büros umziehen, was der Firma eine hohe Summe gekostet hätte. Ich denke, das neue Management dachte sich, wenn ich die ganzen Leute loswerde und nach Seattle umziehe und neue Mitarbeiter einstelle für ein niedrigeres Gehalt und sie auf Projekte einsetze, die mich persönlich interessieren, kann ich das ganze Geld sparen und ich brauche dann nicht mehr die neuen Büros. Wirtschaftlich machte die Firma zu der Zeit Sinn. Sie sagten, wir wären nicht die Zukunft. Wir wären PC-Spielentwickler und die Zukunft würde den Konsolen gehören. Sie haben alle anderen Spiele, die wir umsetzen wollten, einschließlich der Themen, von denen wir dachten, dass sie Potenzial haben, gestoppt und haben uns alle gehen lassen. Einige Jahre später wurde das Studio von Microsoft geschlossen. Wie fühlt es sich dabei? Was waren die Gründe?
Ich glaube, ich habe es bereits gesagt. Das neue Management und Microsoft sahen uns als PC-Entwickler und sie glaubten nicht an die Zukunft des PCs. Sie haben sich unglaublich darauf fokussiert, die Xbox erfolgreich zu machen. Anstatt aus uns Konsolenentwickler zu machen, haben sie entschieden, uns aus Kostengründen gehen zu lassen oder ein neues Team anzustellen, näher an der Zentrale in der Region Seattle. Das ist die Entscheidung, die sie getroffen haben. Ich war enttäuscht. Ich dachte, ich würde bei Microsoft für den Rest meines Lebens arbeiten. Es hat mir Spaß gemacht. Es war eine gute Firma. Sie hatten sich gut um uns gekümmert. Wir haben tolle Produkte für sie gemacht. Wir haben Millionen, über Millionen Dollar für sie gemacht. Aber der Markt war dabei, sich zu verändern. Das neue Management zweifelte daran, dass wir uns an die neue Welt anpassen können. So war das eben. Was haben sie nach der Schließung der Ensemble Studios gemacht? Wir wussten schon eine längere Zeit vorher, dass wir unsere Jobs verlieren würden. Wir hatten damit Zeit zu planen, was wir zukünftig machen wollten. Ich bin oft in Deutschland gewesen, auf Entwicklerkonferenzen, auch als Speaker. Und dort habe ich eine Reihe von deutschen Entwicklern getroffen. Einer davon war Benedikt Grindel, der für Bluebyte arbeitet. Und er fragte mich, ob ich nicht als Berater für sie arbeiten wolle. Ich konnte dies nicht machen, da ich Mitarbeiter bei Microsoft war. Das war nicht möglich. Als ich jedoch wusste, dass ich meinen Job verlieren würde, habe ich Benedikt wieder angesprochen. Und er sagte, dass er immer noch interessiert wäre. Wir haben uns in den Staaten getroffen und sie haben mir den Job als Berater angeboten. Im März 2009, nachdem ich meine Betätigkeit für Microsoft beendet hatte, habe ich angefangen, für Bluebyte als Berater zu arbeiten. Ich habe dies 2009 und 2010 gemacht und wir haben an Siedler 7 und anderen Sachen gearbeitet. Das war für mich eine sehr interessante Erfahrung. Was mögen Sie lieber, Brettspiele oder Computerspiele? Nun, am liebsten spiele ich gesellige Brettspiele mit 3 bis 4 Freunden. Ich habe auch gerne einige Solitär-Computerspiele gespielt. Es gibt taktische Denkspiele wie ein Robin Hood-Spiel aus Deutschland, welches ich gerne gespielt habe. Ich spiele gerne Civilization, Railroad Tycoon, Age of Empires. Aber wie gesagt, meine Lieblingsspiele sind gesellige Brettspiele. I played from Germany that I enjoyed. I liked certainly playing Civilization. Railroad Tycoon, Age of Empires. Ich war einmal auf der Spielemesse in Essen und war wirklich beeindruckt, dass so viele Leute in Deutschland auf der Messe waren und Brettspiele gekauft und gespielt haben. Sie scheinen es wirklich zu mögen. In Germany were showing up buying board games and playing board games. Looked like a really a joyous thing. Stimmt es, dass Sie selber über 500 Brettspiele besitzen? Ich glaube, das könnte hinkommen. Ja, ich habe für Avalon Hill und für Strategy and Tactics gearbeitet. Ich war eine Zeit lang ein Sammler. Ich wollte klassische Brettspiele sammeln. Ich habe auch Eisenbahnspiele gesammelt. Und dann habe ich eine Reihe von Zeitschriften abonniert, bei denen Spiele in jeder Zeitschrift enthalten waren. So haben sich die Spiele angehäuft. Und bei Avalon Hills haben viele Leute denen Spiele zugesandt. Dafür haben sie sich nicht interessiert, aber ich habe sie genommen. Das endete mit einem Haufen von Spielen, die sich nun im Keller befinden. Ich frage immer meine Freunde, ob sie etwas von diesen Spielen haben möchten. Meine Frau möchte gerne, dass ich diese loswerde, wenn ich sie nicht benutze. Ich sollte sie loswerden, da ich sie seit Jahren nicht mehr gespielt habe. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie viele davon haben Sie selbst gespielt? Wahrscheinlich nur einen kleinen Prozentsatz. Ich hatte Lieblinge, die wir viel gespielt haben. Aber die meisten von den Spielen aus den Zeitschriften habe ich nie gespielt. Es gab wirklich esoterische, wie Zweite Weltkriegssituationen, bei den Spielen, die mich nicht angesprochen haben. Ich gehörte einer Gruppe von Personen an, die Brettspiele gespielt haben. Ich habe hunderte Mal das Spiel Choir gespielt. Wahrscheinlich mein absolutes Lieblingsspiel. Es ist ein sehr einfaches Spiel, welches eine Stunde dauert und man spielt es mit 4 bis 5 Personen. Ich habe viel Puerto Rico oder Siedler von Catan gespielt. Man spielt tolle Spiele. Es gibt so viele, dass man keine Chance hat, diese alle zu spielen. So ist das halt. Puerto Rico or Settlers of Catan. You know, you play great games and these other games just accumulate and you don't get a chance to play them. And you know, I don't know, that's just the way it is. Während Sie für Microprose oder Ensemble Studios gearbeitet haben, gab es angekündigte Spiele, die nie veröffentlicht wurden? Ja klar, es gab eine Art Testprozedur für neue Spiele, die den beiden Firmen durchzogen. Wir spielten sie oberflächlich eine Zeit lang, programmierten etwas weiter und bauten Neues ein, bis zu dem Punkt kam, wo man dann entschied, ob es Sinn machte und wir der Meinung waren, dass man damit weiterarbeiten konnte. Viele Spiele sind aber in dieser Vorphase schon durchgefallen. Sie haben nicht gezündet, haben einfach nicht genug unterhalten. Oder es gab wirtschaftliche Argumente, weil wir dachten, dass die Zielgruppe nicht groß genug sei. Aus diversen Gründen gab es eine Reihe von Produkten, an denen ich beteiligt war, die niemals veröffentlicht worden sind. Haben Sie ein Beispiel für ein Spiel, das nie das Tageslicht gesehen hat?
Ich kann mich erinnern, dass ich eine Idee hatte. Sid war immer am Erstellen von Prototypen. Er hatte immer unzählige Prototypen auf seinen Computern. Und eine meiner Lieblingsideen war der amerikanische Wilde Westen. Eine Familie startet in St. Louis, Missouri, am Mississippi und sie haben Kinder. Und die Kinder gehen in den Westen. Einer wird ein Sheriff, einer wird ein Rancher, einer wird ein Outlaw oder sowas. Und dann werden sie Kinder haben, die wiederum weiter in den Westen gehen. Diese ganze Familienerfahrung, die sich über den amerikanischen Westen erstrecken würde, und man bekommt ein Gefühl, wie es war, in die Wildnis zu gehen und mit den amerikanischen Ureinwohnern in Berührung zu kommen. Verschiedene Jobs und wir fingen einige der romantischen Ideen des amerikanischen Westen ein. Sid war so sehr interessiert an der Idee, dass er mit einem Prototypen anfing. And we capture some of the, you know, romance of the American West. And Sid was interested enough in the idea. Wir haben etwas damit rumgespielt, aber es hat nie gezündet. Soweit ich weiß, ist es wahrscheinlich immer noch auf einer seiner alten PCs, wo es irgendwo gespeichert ist. Das ist die Idee, an die ich mich erinnern kann. Welche Menschen, mit denen Sie in Ihrer Karriere gearbeitet haben, haben Sie neben Sid Meier beeindruckt? Ich hatte das Glück, mit vielen tollen Leuten zusammenarbeiten zu können. Lass mich zurückgehen zu Avalon Hill. Es gab einige sehr gute Brettspielleute. Der wahrscheinlich berühmteste war ein Name, den du wahrscheinlich kennst, Alan Moon. Ich habe mit ihm bei Avalon Hill für 3 bis 4 Jahre gearbeitet, bevor er zu Parker Brothers gegangen ist. Er hat die Auszeichnung Spiel des Jahres auf der Essener Spielemesse 2-mal gewonnen für Elfenland und Zug um Zug. Das war ein Junge, mit dem ich gearbeitet habe, sehr bekannt. Ticket to Ride. So there's a guy that I work with who's well known. Bei Ensemble gab es sehr viele brillante Leute. Ich versuche mich an die Namen zu erinnern. Es ist schon einige Jahre her. Greg Street, er ist jetzt Spieleentwickler für Riot Games. Er war der Lead Designer für Age of Empires 3. It's been like years. The guy who leads Greg Street runs is in charge of game development, I think, for Dann gab es noch den Typ, der Lead-Designer bei Age of Empires 2 und Age of Mythology war. Oh, ich kann mich nicht mehr an seinen Namen erinnern. Ich kann es nicht fassen. Das ist verrückt. Ich werde alt und dies ist ein Problem. Er ist wirklich gut. Wir hatten ihn angestellt. Er war ein englischer Major, ein Marinetaucher bei der Navy. Das ist peinlich. Ich habe mit diesem Typ jeden Tag gearbeitet. Mehrere Jahre lang und ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der andere Typ ist Dave Pottinger, der jetzt CEO der Firma ist, für die ich jetzt arbeite, Bonus XP. Er war ein junger Programmierer und Designer direkt von der Uni in Arizona, der zu uns nach Dallas kam, weil seine Frau hier einen Job hatte. Wir hatten ihn angestellt, er hat wie ein Pferd geschuftet. Ich weiß nicht, ob der Typ überhaupt geschlafen hat. Er ist ein brillanter Designer geworden, er ist ein sehr guter Programmierer, er ist ein CTO und ich denke, dass er den Job für 5 Leute in einer Firma macht. Er ist wirklich großartig. Ich weiß, dass mir der Name wieder einfallen wird. Ist es für Sie faszinierend, dass Fans sich heute noch an die alten Spiele erinnern, an deren Produktion sie beteiligt waren? Ja, tatsächlich. Erst vor kurzem hat sich jemand mit mir bei Facebook verlinkt und seine Gruppe spielt ein Spiel mit dem Namen Patton's Best, ein Solitär-Board-Game über die US-Panzerkriegsführung im Zweiten Weltkrieg in Europa. Ich hatte das Spiel designt, um einen Job in der Spielebranche zu bekommen. Ich dachte, wenn ich ein Solitär-Brettspiel erschaffen kann, dann kann ich auch ein Computerspiel erschaffen. Ich war etwas peinlich berührt. Ich denke, ich habe einen guten Job gemacht. Aber wenn ich rückwirkend das Game-Design sehe, war es wirklich schwach. Aber hier ist der Typ. Es ist sein Lieblingsspiel. Und er hat Freunde und sie kommen zusammen, um es zu spielen. Ich war beeindruckt. What I learned about game design as the years go by, I thought that was really weak. But here's a guy, it's his favorite game, and he's got friends, they get together, they play it. Und es gibt Leute, die das Spiel Covered Action lieben, ein Spiel, welches zwischen Railroad Tycoon und Civilization erschienen ist. Das war ein Spiel, welches wir angefangen hatten und Sid und ich wurden abgelenkt durch Railroad Tycoon. Die Firma verbot uns, an Civilization zu arbeiten, bevor wir Covered Action fertiggestellt haben. Für einige nur ein durchschnittliches Spiel, aber es gab genug Leute, die es mochten. Das motiviert mich immer wieder. Wir haben viele Fans und für jeden ist ein Spiel dabei. A second thought for some, and us, we were focusing on something else usually, but here it's a really popular game with a few people, so I'm encouraged. I mean, I guess it's, we have a large audience, something there for everybody. Spielen Sie Ihre alten Spiele von Micropose oder Ensemble heute noch?
Ich habe keine alten Spiele mehr für eine lange Zeit gespielt. Ich spiele den ganzen Tag Spiele für meine Arbeit. Und die Spiele, die wir jetzt machen, sind auch ein wenig so wie die von damals. Und wir nehmen auch immer ein paar Ideen von damals mit. Jetzt, wo ich älter werde, finde ich andere Sachen interessanter. Deshalb spiele ich keine Spiele mehr, außer die Spiele, an denen ich gerade arbeite und die relevant sind. Was machen Sie heute? Now? Sie sind ja noch beruflich aktiv. Ich arbeite für eine Firma mit dem Namen Bonus XP. Sie haben ihren Sitz in Allen, Texas. Es wurde von einigen Jungs von Ensemble gegründet. Wir haben ein paar Spiele herausgebracht. Zuletzt haben wir The Incorruptibles veröffentlicht. Wir haben ein neues Spiel im Softlaunch mit dem Namen... Oh mein Gott, mir fällt der Name nicht ein. Vielleicht ist es zu früh am Morgen. Hero Academy 2. Es ist in Skandinavien und Teilen Asiens als Softlaunch erschienen. Hero Academy 2. Wir arbeiten an einem neuen Spiel, welches wir im Herbst veröffentlichen wollen. Es gibt dort etwa 25 Personen. Ich arbeite dort in Teilzeit. Ich will keinen Fulltime-Job mehr. Ich bin fast 70 Jahre alt und will nicht mehr voll arbeiten, so dass ich nur in Teilzeit bei ihnen arbeite. Ich schreibe für sie, ich spiele und ich teste. Ich habe einige Zeit in Texas verbracht. Ich versuche einmal im Monat dort zu sein, wenn ich es schaffe. Es macht sehr viel Spaß. Ich habe versucht, umsonst für sie zu arbeiten. Ich hatte Zeit übrig. Aber sie wollten nicht. Sie bestanden auf eine Bezahlung und sie wollten mich fest einstellen. Ich wollte dies aber nicht. So arbeite ich für sie zurzeit hauptsächlich von zu Hause aus. I'm working part-time for them, mostly from home. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre augenblicklichen und zukünftigen Projekte. Falls jemand mehr Informationen über Sie haben möchte, wo kann er zum Beispiel im Internet nachschauen? Das ist eine gute Frage. Ich will euch nicht meine E-Mail-Adresse geben, aber ich schreibe hin und wieder Blogbeiträge für Bonus XP. Wir haben eine Webseite für Bonus XP und ich versuche dort über die Spieleentwicklung zu schreiben. Ich habe vor ein paar Jahren einen anderen Podcast gemacht, den man online finden kann. Wir sprechen einige Stunden über meine Karriere, auch über Sachen, die wir heute nicht angesprochen haben. Aber für einige könnte das von Interesse sein. Ich weiß aber nicht genau, wo man diesen Podcast finden kann. That talk for several hours about my career that they might find something we skipped today that might be of interest. I'm not sure exactly where that podcast is located, but there is another podcast out there. Vielen Dank für dieses Interview, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, zukünftig wieder von Ihnen zu hören. Es war mir eine große Ehre, mit Ihnen zu sprechen, und noch einmal herzlichen Dank. Okay, gern geschehen. Tschüss. Auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Person und es war auch ein tolles Gespräch. Und während des Gesprächs dachte ich auch, es ist leichter zu übersetzen und leichter zu synchronisieren. Aber auch der Alexander schreibt gerade im Chat, dass auch die Übersetzung wirklich nicht einfach war. Also ich hatte während des Interviews das Gefühl, ihn gut zu verstehen. Jetzt hinterher habe ich dann gedacht, mein Gott, hat der viel gesagt. Also Wahnsinn. Ja, nächstes Mal geht's hoffentlich Englisch weiter, falls wir es hinkriegen zeitlich, mit David Fox von LucasArts. Ich glaube, der vierte Angestellte bei Lucas. Also auch eine Szene-Legende, kann man fast sagen, der schon bei der Entwicklung von Rescue und Fractalis mit dabei war. Also das wird auch sehr spannend. Mal gucken, ob wir das innerhalb der nächsten 2 Wochen hinbekommen. Wichtig noch, fällt mir ein, das, was ich eben sagen wollte. Natürlich ist es so, dass ihr als Patreon, als Patrone, als Hilfe für uns alle Interviews auch in Original-Englisch anhören könnt. Das heißt, ohne unser Dazwischengesang. Könnt ihr sie euch selbst übersetzen? Genau, und uns nochmal nachschicken, komplett neu synchronisiert, mit Fabs Stimme drüber. Entschuldigung. Das war jetzt ein Witz, ich habe den nicht verstanden.
Ich auch. Aber Robin sitzt in Frankfurt im Regen auf dem Bahnhof, im Bahnhof. Genau, das ist schon ein Witz. Witz für sich ist es ja. Ja, es ist genau. Okay. Also heute verzeihen wir mehr als sonst. Ja. Ja. Na gut, ich denke mal, ich sehe schon wieder im Chat, dass der Wolfgang schon wieder kobert und versucht, Leute ranzukriegen. Und ich denke, wir hören jetzt mal in der Konserve eine Musik und gucken dann hinterher mal, was wir bei den Retro Mysteries zusammenbekommen oder ob die heute überhaupt stattfinden. Retro Mysteries. Rätsel aus der Vergangenheit. Ja, servus zu den Retro Mysteries, dem besten, weil einzigen regelmäßigen Retro-Quiz im deutschsprachigen Internet. Stopp, ich weiß es nicht, heißt es wieder. Also kurz erklärt, wir reißen akustisch kurz einen Klassiker an und versuchen in den hintersten Gehirnschubladen den passenden Titel dafür zu finden. Heute, wie schon bekannt, drei einfache, drei mittelschwere und drei Ghost and Goblins mäßig schwer zu erraten. Dr. Crazy sagt Antwort A, hat er recht? Immer. Plus einen Bonustrack zum heutigen Thema. Der erste Track ist übrigens mein greatest Track of all time. Fab, spiel mal ab. Okay, geht los. Moment, ich habe leider ein kleines Problem. Es geht gleich los. Ich habe nämlich vorhin mein Handy leise gestellt, damit es nicht nervt. Und das hindert mich natürlich jetzt daran, das entsprechend abzuspielen. Aber jetzt sollte es dann losgehen. Stopp. Harry Potter 2. Da hast du die 7 Sekunden gut genutzt. Du bist der erste, Patrick. Wow. Klang aber, war das jetzt durch das Handy so blechern oder ist das eine andere Version? Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich durch das Handy. Okay, also Nummer 2. Ich wollte es auch erraten. Finidio. Also geht's, Nummer 2 soll losgehen? Ja, Nummer 2 ist auch wieder ein Feel-Good Moment für euch, weil das werden alle kennen. Legt mal los. Stopp. Tetris! Ja, genau. Was war das? Tetris! Ja, du hast recht, Patrick. Das geht ja auch. Wir spielen doch Stopp, ich weiß es nicht. Ja, egal. Na gut. Eigentlich schon. Geht das heute weiter? Das ist ja cool. Das waren die drei leichten. Normal versagt ihr da ja immer schon. Den nächsten leichten, bitte. Okay. Stopp! Ist ja Lemminge, Wahnsinn. Lemminge. Was hat der Patrick genommen? Ich habe gerade Lemminge auf dem Massensystem gestern gespielt. Okay, oh, Patrick, dann verrat uns noch, welcher Teil von den Lemmings. Das weiß ich nicht. Der Stil ist in allen Folgen gleich. Das weiß ich nicht. Lemmings 2. Lemmings 1. Robin kriegt einen halben Punkt und Patrick. Ah, wunderbar. Lemmings 2 the Tribes. Okay, geht's so weiter? Mittelschwer. Ja, nee, jetzt geht's mittelschwer weiter mit der 4. Okay, die Nummer. Cooler Sound, aber keine Ahnung. Sprudel hat einen Tipp. Hätten wir aber gut. Sprudel knapp vor Oliver Lindauer. Wunderbar, ist durch. Es haben drei Leute in den Chat geschrieben und Sprudel war der erste. Flimbus Quest, cool. Ja. Nee, hätte ich jetzt so nicht erkannt. Ich habe Flimbo nicht so oft gespielt, aber schöne Musik. Nummer 5. Okay, Nummer 5. Es geht los. Das kenne ich doch. Ich auch, aber jetzt komme ich raus. Aber du müsstest doch wissen, welcher Musiker, ne? Das klingt so ganz typisch für irgendeinen, aber ich weiß jetzt nicht welchen. Kapsel, ich bin auf der Zunge. Könnt ihr nicht noch ein bisschen mehr dazwischen quatschen, damit man nichts von der Musik hört? Das kenne ich. Stopp, Tiger Musik. Yes. Ah, okay. War immer noch der gleiche. Also ich kenne die Titelmusik nicht. Das war wahrscheinlich, ich habe eben, wo der Ingame-Tune losging, das erkannt. Das andere war wahrscheinlich die Titelmusik, die fehlt bei den meisten Versionen. Ja, wahrscheinlich, genau.
Das war Bjerregaard und das ist das Stück, wo ich mich so geärgert habe, dass im Spiel dann bei den Schüssen immer die Oberstimme verschwindet. Ein typisches. Witzigerweise Flimbus Quest auch von Bjerregaard zusammen mit Rain Offhand. Ah, okay, also es war Manics of Noise vom Klang her dann natürlich im Endeffekt. Genau. Cool. Nummer 6. Nummer 6. Nummer 6. Sehr gut heute. Dann gilt der Stopp nicht. Nee. Keiner. Klingt geil. Finde ich richtig gut. Ja, gute Oliver Komposition. Batman. The Movie. Bravo, Oliver. Wow, cool. War das von Ocean Software. Ja, sowas genau. Also wir spielen doch nichts von Ocean, oder? Wie war das? Das stimmt. Da gar kein, wer Ocean spielt, wird rausgeschmissen. Nein, stimmt ja nicht. Eins meiner Lieblingsspiele ist von Ocean, nämlich Whisperall, deswegen darf ich das so nicht formulieren. Naja, das ist von Sensible Soft, von, doch ja. Ja, okay. Das ist nur für Published von Ocean. Okay, wir spielen kein Ocean. Egal. Wo sind wir jetzt bei der? Ja, bisher alles erraten, jetzt wird's wieder spezieller. Es kommt die Nummer 7. Jawohl. Stopp! Rob Hubbard, Dragon's Lair. Krass. Boah. Teil 2. Patrick hat ein bisschen Prora genommen heute Abend. Das ist das Rügen. Patrick kann's wieder. Das Rügen. Schade, das hätte ich jetzt gerne gehört noch ein bisschen. Aber na gut. Ja, komm, schmeiß doch mal an. Schmeiß doch mal an. Von Rob Hubbard. Das ist so geil. Ich liebe das blaue Wasser und das Boot und hier fahren. Na, das ist zum Genießen, das ist echt gut. Müsste okay. Dragon's Lair 2 sein, oder? Genau, richtig. Hat er okay. gesagt, ja. Escape from Sing's Castle, ja. Genau. Jetzt nicht erkannt, Respekt. Ne, das Spiel habe ich so oft gespielt, weil das ist auch so ein Spiel, wo man ganz, ganz viel üben muss und immer frustriert ist und nicht weiterkommt und dann hört man immer wieder diese Musik beim neuen Start und ich glaube, diese Musik habe ich schon als Jugendlicher 100 Mal nacheinander gehört, weil ich dieses verdammte Spiel weiterspielen wollte. Okay, jetzt drehen wir ein bisschen an der Schraube und spielen die Nummer 8. Alles klar. Sportspiel sein, ne? Hat einen sportlichen Touch. Das klingt wie ein Foxy Lady Pornofilm. Ja. Vor allem machen unsere Verbindungs- und technischen Probleme das Lied nicht hübscher. Das ist aber sehr spät. Das ich ist weiß es nicht. 90, nein, 91, sage ich. Ich habe überlegt, ob ich ihn gehackt habe. Ja, Dr. Quell, du hast recht, es klingt fürchterlich live. Das liegt in unserer merkwürdigen Leitung heute. Aber ich kenne den Titel trotzdem nicht. Nö, ja. Ich würde sagen 90 oder 91, ganz spät. Das ist ja schon mit mehreren Tonationen, Abwandlungen, das ist richtig, na gut. Also ich kenne es aber nicht, ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Ist jetzt auch sehr entstellt durch die Übertragung. Ich löse mal auf, das ist Carl Lewis Challenge, der Main Sound von Chris Hülsbeck für Psygnosis. Genau. Das müsste aber 92 sein, ne? Wenn sogar noch später, ja. Ich glaube ja, nicht, dass der Song so richtig gut ist, ehrlich gesagt. Doch, 92 könnte hinkommen. Machen wir mal die 9. Also und Beschwerden wenn der, über die Soundqualität bitte weiterleiten an Sony, weil ich habe einen Sony. Das ist wirklich nicht sehr laut, tatsächlich. Leider. Okay, los geht's. Nummer 9. Dieses leider nicht. Nein, oh, schade. Auch nicht mal das. Okay, jetzt Nummer 9, ne? Jawohl. Ich
Oliver Linda schreibt Vincent. Das ist richtig, ja? Wow. Unser Geheimtipp. Wir kennen das Spiel. Da steht in unserer Liste drin von Spielen, die wir irgendwann spielen wollen. Ja, aber ich dachte, das teasen wir schon mal. Weil wir einen Durchmarsch, sondern gleich. Machen Sie mal ein bisschen so. Ich habe übrigens im Hintergrund auch ein paar Nebengeräusche. Ich hoffe, die hört man nicht so. Ich glaube, bei unseren anderen Nebengeräuschen fallen die paar auch nicht mehr auf. Also, wenn man deine Nebengeräusche jetzt hören würde, wenn du wüsstest, was hier alles los ist. Nein, das kann man nicht hören. Okay, ein Glück. Weil einer meiner Söhne, der hat da hinten gerade einen Anfall und schreit rum. Ich bin froh, dass man das jetzt hier nicht hört. Bei Robin schreien mehr Leute auf dem Bahnhof. Also. Ja, genau. Okay, wunderbar. Alles klar. Wunderbar. Schrei lauter. Alles klar. So, jetzt die 10. Seid ihr bereit? Jawohl. Irgendeine Filmmusik, die ich kenne. Ja. Das kenne ich. Oh. Ist das ein Rennspiel vielleicht? Ah, da ist der Sound schon zu Ende. Keine Ahnung. Ich mache mal von vorne. Nee. Oder so. Das klingt viel zu gut. Was ist denn das für ein Gerät? Der alte Adlib. Ja. Ja, stimmt, so ganz klare Samples, ne? Also der Crazy schreit das in Richtung King's Quest. Nein. Das ist ein, vom Klang her ist das ein französisches Spiel. Also das ist, wo wir bei Stefan Pick war. Nee, ist nichts Französisches. Aber ja, jemand schreit Alone in the Dark. Ja. Wir sind in Deutschland. Das klingt richtig schön. Für ein deutsches Spiel, Hut ab. Was gab es denn im Deutschen? Ein deutsches? Ein Anfang der 90er Jahre Spiel mit richtig guter Musik? Battle-Eye? Irgendeine Karte? Kein Hülsberg, eher ein Stemmbar. Mal ein bisschen laufen. Ein was? Ein? Ein Stemmbar. Ein Rudi-Stemmbar. Nee, oder? Doch, ich meine ja. Es wird auch bei der Übertragung nicht hübscher. Das ist echt... Ich hab's jetzt extra ein bisschen weiter weggehalten, damit ihr mehr besser darüber reden könnt. Ich kenn's nicht, definitiv nicht. Im Chat. Winzer oder irgend sowas? Ja, jetzt bist du im richtigen Genre. Über die Grafik wurde so Black ein Gold. SEPA-Filter gelegt. Zeppelin. Ja, genau. Genau, also Zeppelin. Ikarion. Richtig, Giants of the Sky. Zeppelin, okay. Habe ich aber auch nicht aufgespielt, ehrlich gesagt. Eigentlich stylisch gemacht, ja. Da hat jemand aber das Register des Adlibs am Anfang sehr gut genutzt, weil er hat genau die Bereiche genutzt, wo der Adlib nicht verzerrt, scheiße und dumpf klingt, sondern er klingt wie ein Instrument. Ja. Ich habe eine Mühe gegeben, ja. Ja. Könner. Na gut, dann kommen wir jetzt zum Bonus. Genau, dem Bonustrack zum Thema PS1 Geheimtipps. Na dann mal los. Sobald. In einer Dimension aus zweiter Hand. In einer Ebene, die niemals hätte fliegen dürfen. Wer sucht da in unserer Liste? Wer tippt da rum? Ich hab's nicht gespielt. Ah, Moment. Das klingt nach Moskitos. Apylia. Das ist der Moskito. In den Tiefen von Ankh-Morpork. Discworld. Ja. Plan. Oliver hat es gleichzeitig gehört. Okay. Echt? Das war aber nicht in unserem Begriff. Gilt aber nicht, da hast du nicht Stopp gesagt. Und es war auch gar nicht bei uns der Folge. Nein. Das ist auch ein Geheimtipp. Naja, ist das ein Geheimtipp? Das ist ein super Adventure. Ja. Ja, damit hat er uns jetzt verwirrt. Kennt jeder. Na gut. Nee, also ich muss sagen, der Anfang des Quizzes gefiel mir sehr gut, so die ersten 10 Minuten. Sind wir wieder etwas egozentrisch, Patrick? Oh, überhaupt nicht. Ich freue mich, dass ich das erste Mal mehr als 3 richtig habe, nämlich 5 oder 6 Stück heute. Das gab es noch nie in 47 Folgen. Das möchte ich mal betonen. Ja?
Ja, das schneiden wir raus. Das darf nicht an die Öffentlichkeit. Tja, da kannst du ja mal versuchen, den Cutter dieses Podcasts davon zu überzeugen. Das könnte schwierig werden. Verdammt. Na gut. Vielleicht haben wir ja nächstes Mal dann auch wieder ein paar Gäste, Wolfgang. Du musst also weiter kobern. Ich denke mal, der Facebook-Aufruf hat ja schon einiges gebracht. Da kam ja auch schon Rückmeldung. Ich hoffe, dass wir das dann bis zum nächsten Mal geregelt kriegen. Wäre ja schön, wenn das haben wir noch ein paar Minuten, dann würde ich gerne noch einen Wertungskasten spielen. Das kannst du gerne machen, ja klar. Okay. Solange die Leitung hält und Robin noch nicht in der Bahn sitzt, ist ja alles einfach. Gut. Dann fangen wir mal an. Ein Wertungskasten ist gesucht. Aus der PC Player 694. Grafik gut. Sound befriedigend. Gesamtwertung 83%. Spieletyp Strategie. Zuckerpreis 120 Deutsche Mark. Kopierschutz, erträgliche Handbuchabfrage. Ihr könnt gerne reinrufen. Ja, bisher gibt es ja nur 100 Minuten, ja. Also alles gut. Anleitung und Spieletext, Deutsch. Gut, Anspruch für Fortgeschrittene. Besonderheiten, zwei verschiedene Zwei-Spieler-Modi. Umschalten zwischen VGA, SVGA möglich. Wir empfehlen 486er, mindestens 33 MHz mit 80 GB RAM. Siedler 2. Lass die zwei weg und du hast es. Ach, Siedler 1, okay. Die ja, stimmt, 94. Genau. Tester waren Jörg Langer und Florian Stangl. 83%? No, da haben die ganz gut gelegen, ne? Ja, noch ein bisschen. Konnte man den ersten schon auf SVGA stellen? Echt? Ja. Das hat mich auch so gerade gewundert. Ja. Ich dachte, der hat nur 640, 480. Ja. Nee, noch weniger, oder? 320, 200? Ja, aber es kann... Okay. Oh, nee, doch. Nee, stimmt. Stimmt. SVGA. Weil ich weiß, den zweiten, den konnte man ja bis 1024, glaube ich, hochstellen. Stimmt. Das war alles auf dem Amiga nicht relevant. Nee, das stimmt. Aber mit der Turbo-Karte mit einer Speicherkarte konntest du ja auch die großen Karten spielen beim Amiga. Wenn du eine 2,5 Megabyte Speicherkarte konntest du auch eine große. Sonst musstest du ja immer auf mittelgroßen Karten, dann war ja schon Schluss. Ach so, na gut, aber Scrolling, deswegen hat sich ja die Auflösung nicht erhöht, ne, auf dem Amiga. Hatte ja keiner. Richtig. Genau. Okay, noch einen anderen. Ja. ASM 1288 System C64 Preis 3 Fragezeichen. Hersteller Microprose USA. Grafik 9, Handhabung 9, Technikstrategie 7, Spielwert 0, Preisleistung 1. Oh. Thorsten Blum wählte die Überschrift gnadenlos und schreibt für mich eine verabscheuungswürdige Simulation. Oh, warte mal. Das schränkt es ja nicht ein. Wie heißt das mit dem Soldat Green, nicht Green Beret, das andere? Fields of Glory? Ah, nein, das ist viel später. Wie heißt denn das mit dem grüne ach, Verpackung? Das Special Forces. Nein, davor. Da gab es noch mal einen davor. Du siehst, das ist auch ein Soldat drauf, aber ein kleiner grüner Karton. Patrick, wie heißt das? Nein. Ein echter Soldat. Airborne Ranger. Airborne Ranger, genau. Ah. Nein. Ist es nicht? Alles klar, okay, gut. Das ist tatsächlich eine Simulation. Das muss ja irgendwas Gunboat sein, dass den... Nein, das ist Acculate. C64, 12, er hat 88. Aus moralischen Gründen die Null gegeben, oder? Genau. Ach so. Okay. Eine Simulation... wo man aus moralischen Gründen nicht werten möchte, weil sie einem zu viel ist und zu realistisch. Also muss das irgendwas sein, wo du direkt Gegner erschießt. Was simuliert man denn da? Ein Helikopter? Ist das Gunship? Nein. Ja, das ist ja, F-15 gab es nur auf dem... Nee, doch, F-15.1 gab es auf dem C64, genau, ja. Aber es war früher. Robin, frag doch die Leute, die da vorübergehen gerade. Ich glaube, ich kann die Sprache nicht sprechen. Umso besser. Silent Service kann es nicht sein, ne? Nee, das war sehr, sehr dicht dran. Jagd von Microprose. Ach, warte mal. Gab's das auch von Microprose? Nein, das ist nicht Silent Service 2, haha, nein. 82%. Wie heißt denn das? Muss ja vielleicht Erster Weltkrieg? Das gab es aber nichts von C64? Gab es nicht von Microprose. Sopwith Camel oder wie das heißt, das Sopwith ist was ganz anderes. Es gibt diverse Hinweise im Chat, Wolfgang, wenn du da mal gucken magst. Alexander hat es. Das habe ich nämlich geahnt. Red Storm Rising. Thanks, bitte? Red Storm Rising. Kommt. Genau. Was ist dann daran verabscheuert?
Das würde ich ausgeschlossen, genau. Das war immer so Glückssache bei der ASM, ne? Nicht komisch. Da hatte der Redakteur seinen moralischen und hat das tatsächlich zerrissen. Es gab es ja manchmal, dass auch Wertungen einfach dann nicht gegeben wurden. Also. Das war eine Mommsen-Ember-Ding-Bewertung. Ja, immer mal wieder schön, wenn man diese alten Zeit und Blätter da fast für Ideen damals. Heute würde da kein Hahn mehr nachkriegen. Heute gibt es ganz andere Dinge. Ich wünsche mir manchmal, dass diese Redakteure Sachen. Hätten damals mal sowas wie Doom, das Neue oder so. Ja, natürlich. Ich werde so einen Herzinfarkt bekommen. Also, nein, ist halt so. Ja. Naja, Dr. Crazy schreibt ja auch, Wolfenstein und Co. waren ja auch mal abscheulich. Ja, das ist richtig. Ja, da hat sich doch die Moral oder das Ansehen von Sachen ganz schön verändert im Laufe der Zeit. Wirklich, also so, auch meine Kinder finden es überhaupt nicht bedenklich, irgendwie Call of Duty Black Ops 3 immer den Zombie-Modus zu spielen, am liebsten online mit anderen zusammen und haben den größten Spaß dabei. Ne? Das hätten die früher, wäre ich als Elternteil in den Knast gekommen wahrscheinlich. Ja, also Oliver schreibt auch zum Beispiel North Sea Inferno war auch in der Powerplay damals ein Problemfall, ja. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, aber das ist hundertprozentig, das verstehe ich ja auch, weil das ist ja nun auch, du kämpfst ja gegen Terroristen, die nochmal irgendwas Arabisches da reinschreien, wenn du sie abknallst. Das ist schon nur der Zombie-Modus. Der Zombie-Modus von dem Spiel. Der Nazi-Zombie-Modus? Keine Ahnung. Nee. Der Zombie-Modus bei Black Ops 3, das ist so in den 30er Jahren angesiedelt. Da bist du irgendwie so in New York mit Oldtimern und alles ganz sehr atmosphärisch und dann laufen da halt irgendwie Zombies rum. Frag mich nicht, warum. Okay. Andere Zeiten, andere Sichtweisen. Ja, danke, dass du uns immer wieder den Blick auch auf diese, nennen wir es mal, Stilblüten der damaligen Presselandschaft werfst. Wolfgang, mal sehen, was du dir das nächste Mal ausdenkst. Vielleicht haben wir dann ja auch wieder einen Teilnehmer mehr oder du guckst mal, wen du so dazu holen kannst. In der nächsten Sendung werden wir den Mann von Video Games Classic zu Gast haben, den Marco Kautz wahrscheinlich. Ah, okay. Das ist doch schon mal auf jeden Fall ein Hinweis. Das heißt, jetzt erhöhst du auf jeden Fall den Druck. Das ist sehr gut. Mal gucken. Vielen, vielen Dank. Ja, und wir gehen, denke ich mal, in eine Rubrik weiter. Retro Today. Retro Gegenwart. Ja, willkommen in der Gegenwart, in der Moderne, wo das Internet läuft, wo die Technik gut ist, wo die Soundqualität perfekt ist. Nicht ganz, oder? Irgendwas war heute anders. Egal, was haben wir so Spannendes gefunden, über was man nochmal reden kann? Ja, endlich gibt's bei eBay mal wieder einen C65 und ich gucke jetzt mal live nach, wo der am Abend liegt, weil ich habe auch mitgeboten. Ich wurde schon dezent überboten, ich gebe es auf. Du hast da tatsächlich mitgeboten? Ich habe mitgeboten, ja. Bis wie viel wärst du denn gegangen? 800. Ich hätte sofort 1.000 Euro gezahlt, weil dafür kriegt man ihn nie. Und er liegt jetzt schon bei 5.600 Dollar und läuft noch viele, viele Tage. Also der letzte ist, glaube ich, für 30.000 rausgegangen oder 25.000 oder sowas. Deswegen, das wird wieder interessant. Müssen wir mal beobachten, noch 5 Tage. Wie gesagt, jetziger Stand, umgerechnet fast 5.000 Euro. Der Prototyp C65. Also den verkauft auch jemand nur aus finanziellen Gründen und wollte ihn eigentlich gar nicht verkaufen, stand auch irgendwo drin. Aber jetzt ist mal wieder einer davon bei eBay aufgetaucht. Finde ich immer sehr spannend. Aber wie gesagt, da kann man gar keine Schmerzgrenze haben, weil für das, was da rausgeht, kann man ja ein im Endeffekt nicht mal funktionierendes Stück Hardware oder fast nicht funktionierendes Stück Hardware sich eigentlich nicht erwerben. Sowas gehört ins Museum, ich denke mal aber nicht im Privatbesitz. Das macht eigentlich nicht so richtig Sinn. Ja, wirklich nicht, ja. Fab, du hast irgendwas Spannendes hier entdeckt. Ja, und zwar eine richtig coole News. Erstmal in dem Zusammenhang muss ich nochmal sagen, Philipp, ne, Brotbox, der in seinem letzten Retro-Talk da mir auch ein bisschen Beistand geleistet hat, da vielen Dank nochmal dafür, dass er es bemerkt hat, dass ich öfter mal irgendwie neue Hardware für alte Geräte halt auch mal vorstelle und das halt auch sinnvoll finde, im Gegensatz zu manchen anderen Hüstel. Sicher wissen ja die meisten noch, dass es da diese Vampire-Teile gab für den Amiga, diese komischen Aufsätze, die dann den Amiga die alten Amiga-Modelle viel, viel, viel schneller gemacht haben. Also, weiß ich, ums Hundertfache verschneller mit so einem FPGA-Teil. Und davon gibt es jetzt ganz neu jetzt die Vampire V4. Und zwar sowohl als Add-on-Geräte für die alten
guten Amigas, also für einen 1000er, für einen 500er, für einen 2000er und auch fürs CDTV, seltsamerweise. Und aber auch als, das ist interessant, als Standalone-Gerät. Und auch sehr interessant finde ich, dass sie da als Prozessor einen 6880 CPU sozusagen simulieren, die es nie gegeben hat. Also die haben tatsächlich selber dann noch den, ich glaube der letzte war der 6860 von Motorola und den haben sie dann tatsächlich noch weiterentwickelt und haben auch ein sogenanntes S-AGA-Chipset sich da gebastelt. Also AGA-kompatibel, aber wohl irgendwie trotzdem noch verbessert. Und das ist ein ziemlich cooles Gerät mit einem Altera Cyclone CPU, die ich nicht kenne, aber die, glaube ich, ziemlich cool ist. Robin, du hast wieder ganz schön viele Hintergrundgeräusche gerade. Ja, wenn du wüsstest. Okay. Ich hoffe, Robin macht für uns viele, viele Fotos für die Retro-Robot-Gruppe. So habe ich heute gesendet. Wie geht es mit dem Akku deines Handys? Hält das durch? Ist geil, ne? Das ist immer noch... funktioniert. Ja, ich habe ich streichle es fleißig und es funktioniert immer noch. Nein, ich habe ja so ein Telefon mit eingebautem Zusatzakku und ich habe irgendwie 6000 mAh und das reicht, geht wunderbar. Du stehst im Sturm und podcastest. Trotzdem. Ja, so lange kann ich auch nicht mehr, ich muss gleich los, aber Dann kannst du ja doch etwas zur nächsten Sache sagen. Ich bin noch nicht fertig hier, Leute. Ich habe gehofft, ich kann Fab jetzt mal abwürgen, aber nein. Nein, dieses Gerät ist richtig geil für alle Leute, die wirklich mal moderne Sachen machen. Das klingt doch gut und so kommen wir zum paar technische Details wenigstens noch. Also man kann tatsächlich DDR3 RAM da reinstecken, was nicht so teuer ist wie altes RAM sozusagen und bis zu 512 MB, ne? Das ist ja immerhin das Tausendfache von der Maximalausstattung von damaligen Amigas. Das 512 MB DDR3 RAM, das habe ich auch noch nie gehört. Geil, war für heutige Verhältnisse. Also man hat da auch eine Bandbreite, Speicherbandbreite, die Sinn ergibt für einen Amiga, also die wirklich Knaller ist. Also man hat IDE und natürlich auch HDMI und man kann SD-Karten reinstecken und was nicht alles. Es hat Ethernet und USB und hast du nicht gesehen, alles, was der Mensch braucht. Und also ich hoffe, dass die da einen richtig großen Erfolg mit landen. Ne? Also kommt natürlich auf den Preis an, den weiß ich jetzt noch nicht. Aber dieses Standalone-Gerät, das wird mich schon sehr interessieren. Weil man darf nicht vergessen, diese alten Amigas, die kannst du zwar mit so einem Vampire aufmotzen, aber diese ganze alte 30 Jahre alte Hardware, die geht dann irgendwann demnächst dann auch mal kaputt. Und wenn es irgendwas vom Amiga-Hardware-Technisches überlebt, dann wird es wahrscheinlich sowas wie dieses Gerät sein. Ne? Also wenn du davon 5 oder 6 Stück kaufst, dann ist das schon mal Anfang. Ja, weil ich auch gleich meine 5 oder 6 Amigas, die ich nicht habe, damit bestücken muss. Nee, aber interessant, ne? Eine 6880 CPU, was sie da wohl gemacht haben. Also sehr interessant. Kannst du ja mal weiter für uns beobachten. Vielleicht mache ich nochmal einen Rebsentraum drüber. Oder irgendjemand, der sich da berufen fühlt. Genau, weil das Gute ist, da gibt es ja auch Timestamps und dann kann man ja auch... Ja, Robin, Okay, jetzt gut, ich gerne weiter. Genug geredet. Ich habe meinen Notebook schon ausgemacht. Ich springe mal in den Bereich, den du mir da unten zugewiesen hast. Mit der netten. Du hattest mir nochmal jetzt geschrieben, heute diese Retrobörsen-Geschichte. Wir wussten ja nicht, wie lange du heute dabei bist, deswegen fehlst du ja hier auch in dem Bereich, zumindest im Skript. Du hattest nochmal darauf hingewiesen, dass die Retrobörsen demnächst in Bochum und Hamburg sind. Und da ist mir dann noch eingefallen, dass der Bochum-Termin verschoben wurde. Also da war irgendwie der 9.10., glaube ich, mal geplant. Und das ist jetzt verlegt worden. Ich gucke jetzt nochmal auf den neuesten Stand. Ich hatte das reingeschrieben, weil wer sich da morgen in einer Woche zum Falkenheim in Bochum aufmachen wollte, der sollte da nochmal umplanen, denn der Termin wurde jetzt verschoben auf den 30. September. Das als kleinen Hinweis. Und ich glaube, die nächste Börse danach ist in Hamburg, irgendwie im Oktober. Auch da, 14.10. Da bin ich schon wieder sonst wo. Da muss Robin dann gucken, ob er das schafft, weil ich glaube, da war irgendeine Show an dem Tag, wo ich hin muss. Irgendwas war da schon wieder. Also da werden wir dann auch, wenn überhaupt, nur ein paar schöne Interviews kriegen, aber vielleicht ändert sich was. Schauen wir mal. Und am 4.11. ist die Retrobörse im Rhein-Main-Gebiet im Bürgerhaus Marxheim in Hofheim am Taunus. Und am 10.12. in Wien in der Lengenfeldgasse und am 16.12. in Kaiserslautern in der Burgherrenhalle. Falls ihr da nochmal was plant, das ist mit Sicherheit ein guter Event, um seine Bestände mal so ein bisschen zu streicheln und aufzupushen. Ja, das klingt auf jeden Fall gut.
Man vermutet, Robin, dass du auf dem Bahnhof mit einem C-Netz-Telefon podcastest. Und sehr hübsch ist auch der Kommentar von Dr. Crazy, der sagt, so nach dem Motto, nie war das Zitat von Merkel, das Internet ist für uns alle Neuland, sehr schön. Ich sag immer, dieser Podcast könnte ein bisschen mehr Bandbreite vertragen. Aber das sind alles so Dinge, daran arbeiten wir. Wann fährt dein Zug, Robin? Nicht, dass wir dich da irgendwie abhalten. Ich würde mich jetzt langsam, ich bewege mich jetzt ein bisschen Richtung Bahnhof. Ich kann ja nochmal erzählen, das, was du mir noch unten eingetragen hast, diese nette Seite www.lowres.de, glaube ich, mit den schicken T-Shirts. Das kann ich ja nochmal an. Ich glaube, das hatten wir schon mal, aber ich fand das nicht uninteressant, ja. Nee, eine Kollektion von sehr hübschen und auch nicht so blöden T-Shirts mit Retro-Motiven, also angefangen von Spiele-Retro-Motiven über auch einfach so, sage ich mal, aus Spielen rausgeklaute Themen, halt ohne genaueren Bezug zum Spiel, aber einfach so mit Symbolik schön niedrig aufgelöst, damit das besonders pixelig aussieht. Also ich fand, das war schon künstlerisch ganz gut, ganz anspruchsvoll. Oh, es gibt einen Taxi-Driver-Logo. Cool. Ja. Das ist, wie gesagt, das ist anspruchsvoller, als man denkt. Nee, dann schau mal, dass du deinen Zug erwischt und wieder heil zurückkommst. Hat ja doch viel länger geklappt als eigentlich geplant. Wunderbar, auch wenn es heute natürlich etwas schwierig war in der Qualität, aber da haben wir alle unser Schärflein zu beigetragen heute. Vielen Dank für den Versuch und lass dich nicht von irgendwelchen Leuten ansprechen. Nein, keine Chance. Ich wünsche euch viel Erfolg später. Noch. Genau, und das Geplänkel werdet ihr auch ohne mich schaffen, hoffentlich. Mal gucken, wie lange mein Handy noch Hall hält. Ich verliere, wie gesagt, mehr Leistung, als ich aufladen kann. Parallel, da bin ich sehr gespannt. Mal gucken. Bis demnächst, Robin. Danke, vielen Wolfgang, danke sehr mal. Danke, Patrick. Und tschüss. Tschüss. Hau rein. Tschüss. Ja, ciao. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Bandbreite. Mal gucken. Flapp, du hast schon wieder was Spannendes entdeckt. Ja, ich bin schon wieder dran. Es gibt einen neuen Atari Jaguar Emulator für Android-Geräte. Das Ding heißt dann Errata Jaguar und soll wohl extrem kompatibel sein. Man spricht von angeblich 95% Kompatibilität, was wohl auch viel besser ist als, es gibt wohl schon einen namens Virtua Jaguar, der aber wohl irgendwie ignoriert wurde, weil er auch sehr fehlerbehaftet und nicht so gut funktionieren soll. Und der soll jetzt richtig cool sein, wenn auch bei manchen Spielen die Leistung selbst von schnelleren Android-Handys wohl nicht ganz ausreicht, um alles so ganz smooth laufen zu lassen. Jaguar ist ja nun auch nicht die allerälteste Konsole. Schon ein bisschen anspruchsvoll als Emulation, denke ich, aber wer also Bock hat, auf dem Handy Jaguar-Spiele zu spielen, der sollte sich den Errata Jaguar dann mal angucken. Ich denke mal, sobald wir den Podcast über Jaguar machen, können wir auch noch auf solche Sachen vielleicht dann eingehen. Weil die Konsole wird sehr wirklich von vielen stiefmütterlich behandelt oder vernachlässigt. Und ich selber hatte auch noch nicht viel Gelegenheit, an einem echten Jaguar zu spielen. Jetzt auf der Messe habe ich mir das mal wieder angeguckt. Das ist wirklich eine schöne Konsole. Die gefällt mir eigentlich auch, aber habe ich noch nie die Möglichkeit gehabt, mich da jetzt ausführlich zu beschäftigen. Also ich finde, das Ding sieht aus wie ein Klodeckel, aber egal. Also und auch die Gamepads sind extrem hässlich, mit den vielen Tasten da, dieses Teil, aber bestimmt cool. Also, absolut. Ja, womit ich mich früher allerdings mehr beschäftigt habe, ist mit einer Firma, nämlich mit Thalamus. Und es gibt ein Lebenszeichen von Thalamus. Die haben auf dem C60 damals viele, viele nette Programme gemacht. Ich erinnere mich an Keydex zum Beispiel und diverse Jump'n'Runs. Ich weiß die Namen gar nicht mehr so alle. Aber eine Firma, die ich immer sehr, sehr gerne gespielt habe, weil die technisch sehr gut waren. Und da gibt's jetzt sozusagen ein Rebirth. Also die wollen wohl in den nächsten Wochen bei Kickstarter wieder einige Projekte lostreten. Also auch das sollten wir mal unter Beobachtung halten. Bin sehr gespannt, was die da aus ihren alten Lizenzen machen. Also damals waren die wirklich richtig gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, unser Pad ist heute von Fab unterwandert. Ja, ich habe mich tatsächlich mal vorbereitet auf den Podcast hier. Nicht, dass ich es sonst nicht tun würde, aber noch diesmal hatte ich ein bisschen Zeit dann auch mal dafür. Lustigerweise hat ein Typ ganz seltenen Prototyp einer Spielekonsole gefunden, und zwar ein Atari 2700. Ein ganz, ganz seltenes Gerät, was nicht wirklich rausgekommen ist. Der Nachfolger natürlich vom Atari 2600. Und das sollte ein ganz großer Knaller werden. Und hatte kabellose Controller, Funkcontroller,
Und wahrscheinlich ist es auch einer der Gründe, warum das Ding daraus nichts geworden ist, weil es hat irgendwie auf derselben Frequenz gefunkt wie zum Beispiel die Türen von Garagen oder so, sodass dann auch in der Umgebung dann Garagen auf und zugegangen sind oder Fernseher aus und an, wenn man damit gespielt hat. Und ja, also das war also ein komisches Gerät. Also ich habe hier auch Bilder auf der Webseite, das sieht extrem kantig aus, muss ich sagen. Aber das Lustige ist, der Typ hat das, wo hat er das gefunden? In irgendeinem kleinen Laden oder so und hat das für $30 gekauft und hat es dann für über 3.000 wieder verkauft. Ja, also hat er schon ordentlich Gewinn dran gemacht. Und naja, wenn man sowas Seltenes findet und dann der Besitzer da keine Ahnung hat, was er das für ein seltenes Schätzchen hat, Glück, ja, freue ich mich doch mit ihm. Ich suche ja immer so ein C65 mal im Büro rumliegend, aber ist mir auch noch nicht gelungen. Ja, gibt so es einen kleinen Nachtrag zu Thalamus. Oliver nennt gleich die wichtigsten Titel, Delta, Armalite und Hawkeye, genau die meinte ich auch. Ich kam natürlich in der kurzen Zeit eben nicht auf die Namen und Creatures 1 und 2 war noch von denen. Und Armalite, okay. Zum Beispiel und diverse andere. Also eine richtig tolle Firma, da bin ich auf Remakes sehr, sehr gespannt. Wolfgang, du hast dich bei Facebook irgendwie rumgetrieben und was entdeckt? Ja, irgendwie ist auch Mayhem in Monsterland, war natürlich von Thalamus. Und den ersten Namen, den sie mal in den Raum gestellt haben, da sind ja einige hellhörig geworden, unter anderem auch ich, Creatures 3 wird in Aussicht gestellt. Also tatsächlich ein Nachfolger von den legendären Jump'n'Runs. Ja, dann gibt's was Neues vom Team von Georg Rottensteiner. Der ist so aktiv wie nie zuvor auf dem guten alten C64 und da weiß man gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Der hat so tolle Projekte gerade am Laufen. Aktuell zum Beispiel The Legend of Atlantis. Das ist so ein Plattformer im Stil von Indiana Jones. Und das sieht schon mal richtig gut aus, was der da macht. Das Cover-Artwork von Psytronic steht auch schon. Also ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich das damals schon gesehen hätte. Ich habe mich damals schon mit Indiana Jones 3 Action Game herumgeschlagen, aber das sieht natürlich jetzt in Klassen besser aus, was der da macht. Und dann hat er noch die anderen Projekte weiter am Laufen, wie Soulless 2, The Armor of Gods, das Organism und das 3D-Adventure Argus. Die machen alle große Fortschritte und da kommt Großes auf uns zu. Schauen wir mal. Selma, du hast auch noch was entdeckt. Ja, ich dachte ja, irgendwie war ich davon ausgegangen, dass wir heute die SimX-Spiele haben, vor ein paar Wochen schon. Und deswegen hatte ich hier die News eingetragen. Also merkt euch das fürs nächste oder übernächste Mal. Und zwar ist für den NES, da sollte es auch noch SimCity drauf geben. Und da ist irgendwie in einer Schublade von irgendeinem Nintendo-Schreibtisch die Prototyp-Cartridge aufgetaucht und die hat jemand sich angeschaut und Probe gespielt. Ich hoffe ja, vielleicht gibt es da irgendwann auch noch mal einen ROM von, das habe ich bis jetzt noch nicht gefunden, aber finde ich auf jeden Fall sehr interessant, dass da Spiele immer wieder auftauchen, die in Beta-Versionen sind und da gibt es auch eine Webseite zu, The Unseen 64, da kann man halt unterschiedliche Stadi von Spielen, die erschienen sind oder nicht erschienen sind, sich angucken und Berichte darüber durchlesen. Ja, ist immer wieder faszinierend, dass die nach so vielen Jahren noch auftauchen, finde ich Wahnsinn. Ja, das Letzte, was wir noch haben, da kann Sam auch gerne noch was gleich zu sagen, aber da mache ich eine kurze Einleitung, weil diese Firma oder dieses Programmierteam war auf der Gamescom, Stabby Yourself. Ich habe da die Spiele laufen sehen und habe mich weggeschmissen vor Lachen. Leider wollte keiner von denen mit mir sprechen, weil sie sich selber für zu unwichtig halten. Das fand ich auch sehr schön. ich fand es einfach nur brillant, dass die hatten da so einen Untertitel, Sachen, die Nintendo nicht macht, so nach dem Motto. Und die haben da Sachen gehabt, die kann man sich auch im Netz runterladen. Ich frage mich bis heute, wieso Nintendo seit 5 Jahren nicht dagegen vorgeht. Aber ich habe Tränen gelacht. Es gibt sind die auch vor Lachen zusammengebrochen und haben deswegen. Also wir können ja mal die Spiele durchgehen. Hast du sie gespielt, Selma? Nein, ich habe nur die Videos geguckt. Also ich habe die angespielt. Es gibt ein Spiel, das heißt No Tetris, No Tetris. Ist ein Tetris-Spiel, aber die Steine fallen halt nicht gerade runter, sondern drehen sich dabei und zwar pixelweise. Das heißt, die landen einfach schief. Und wenn man halt nicht aufpasst, liegen die ganzen Steine kreuz und quer auf dem Bildschirm und man kann dieses Spiel nicht lösen. Brillant. dann gab es verschiedene Mario-Versionen, die ziemlich abgefahren waren. Mario 0. Da wurde dann auch irgendwie, auf der Messe hatten sie eine Version, wo immer der gespielt wird, als Ghost abgespeichert wird und irgendwann da mehrere tausend Ghosts rumlaufen. Das war auch irre.
Oh, ja. Und die Sache, die mich am meisten fasziniert hat, war eine Pac-Man-Variante, wo man nicht den Pac-Man steuert, sondern das Labyrinth mit einem Lenkrad dreht. Und der Pac-Man steuert halt immer Schwerkraft. Also sowas Geiles habe ich seit Wochen nicht gesehen. Die Sachen kann man auch runterladen und ausprobieren. Ich habe das zu Hause auch nochmal gespielt jetzt. Also dieses Pac-Man, ob man jetzt ein Lenkrad oder Tastatur benutzt, wo man das Labyrinth wirklich um den Pac-Man rumdreht, also so eine bekloppte Idee, muss man erstmal kommen. Also ich weiß nicht, kanntet ihr diese Seite? Kanntet ihr solche Spiele oder diese Spiele? Nee, vorher nicht. Also sehr geil. Also lohnt sich. Guckt es euch an, solange die Sachen noch findbar sind. stabyyourself.net. Ja, ich denke, bevor wir einen kompletten Leitungscrash bekommen, gehen wir mal ganz schnell zu den Retro-Credits. Retro-Credits. Kurz vor Schluss. Ja, also erstmal entschuldigen wir uns schon mal wieder im Vorwege heute wirklich für die Qualität. Wir hatten ja so ein paar Problemchen, aber ich finde es trotzdem genial, dass wir es geschafft haben, überhaupt eine Sendung hinzubekommen. Denn wie gesagt, meine Sendekonstruktion hier auf Rügen und Robin im Regen unter einer Brücke in Frankfurt, das stelle ich mir alles doch sehr strange vor. Ich glaube, Robin hat auch schon ein paar Bilder bei uns in die Gruppe gepostet, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist nicht der Standard, wie wir eigentlich senden wollen, aber wir hatten einfach trotzdem genug zu sagen und wollten das ungern ausfallen lassen. Ja, live hören kann man uns jeden zweiten Freitag, meistens ab 22 Uhr. Heute war es ja etwas früher. Genauere Infos gibt es immer auf unserer Homepage oder auch bei Facebook. Und das ist auch wirklich eine schöne Sache, denn wir haben wirklich jedes Mal gefühlt mehr Live-Hörer und die machen auch immer mehr mit. Und ich finde das richtig toll, wenn da auch sofort eine Rückmeldung kommt, falls wir mal Fehler machen, falls mal irgendwas noch ergänzt werden kann. Es ist immer eine schöne Gelegenheit, nicht erst auf eine E-Mail zu warten, sondern gleich live die Korrekturen oder Ergänzungen mit einzubringen. Und solange wir solche Leute wie den Oliver, Alexander und Co. da im Chat haben, kann uns eigentlich nichts passieren. Außer, dass wir harte Konkurrenz beim Quiz haben, beziehungsweise beim Geräuscheraten. Ja, Mail hatte Robin vorhin schon gesagt, mail@retrokompott.de. Bei Facebook findet man uns, bei iTunes und auch über die App Stores kann man uns erreichen. Und natürlich auch bei YouTube. Und wie gesagt, vielleicht passiert ja bei YouTube auch mal demnächst ein bisschen mehr. Und ich verweise nochmal gerne auf das kurze, lustige Video von Robin und mir. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon angeschaut habt. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich aber auch nicht. Dann mach das doch mal kurz live am besten und dann wissen wir deine Reaktion. Das findest du als Kommentar auch in der Facebook-Gruppe. Also das geht nur 1:20 oder so. Schaust dir einfach mal an, denn wir hatten sehr viel Spaß beim Erstellen. Es ist wirklich sehr, sehr gestört geworden, gefühlt. Okay, ich werde tatsächlich mal reingucken. Oder das heben wir uns wie Nachleser auf. Das machen wir gleich. Lass das mal. Das machen wir gleich. Dann haben wir doch noch was Spannendes. Das ist so für die Patreon gedacht. Dann lachen wir dann noch mal darüber. Machen wir gleich. Ja, wir freuen uns über Futter für die Retro-Rubrik. Eure Meinung, Streitgespräche, Spieletests. Wir freuen uns über alles, was ihr uns auf Band sprecht beziehungsweise in digitaler Fassung schickt. Und wie gesagt, auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die uns bisher geholfen haben mit den Übersetzungen und ähnlichen Geschichten. Aber auch da können wir immer noch Hilfe gebrauchen, denn wir möchten natürlich gerne weiterhin auch in dieser Schlagzahl unser Podcast liefern können. Und der Wolfgang hat, glaube ich, nur einen Wunsch, oder? Ja, gerne mal fürs Quiz melden. Traut euch, wir werden jede Menge Spaß haben mit den Fragen und schauen wir mal dann, wie wir zurechtkommen. Absolut. Wie gesagt, das kann man auch notfalls voraufzeichnen oder mal unabhängig vom Podcast machen, wenn es zeitlich besser passt. Aber diese Quizgeschichte ist halt wirklich immer wieder sehr, sehr schön und vielleicht habt ihr ja mal Lust mitzumachen. Und der Wolf ist eigentlich ganz nett, glaube ich. Wir hatten ja auch schon eine Rückmeldung tatsächlich auf den Aufruf. Der Marius hatte sich gemeldet. Der ist allerdings auch in Nachtschicht und wird ein bisschen schwierig, aber vielleicht klappt das auch nächstes Mal sogar. Mal gucken. Halt da einfach die Augen und Ohren offen und ich denke mal, dann ist das auch weiter gesichert. Ja, und wer jetzt bei uns ein spezielles Thema machen möchte, ich hatte ja schon gesagt, demnächst kommt vielleicht meine Jaguar-Geschichte. Einige andere Sachen sind auch schon in der Planung. Und wenn ihr Lust habt oder ein spezielles Thema habt, fragt gerne mal nach, ob das bei uns mit reinpasst. Denn wie gesagt, bei vielen Sachen sind wir keine Experten und würden aber auch einige Themen natürlich gerne trotzdem mit aufnehmen. Ja, ich muss noch einmal auch wieder den Chat loben. Dr. Crazy hat genau das geschrieben, was ich seit Jahren sage. Es gibt nur ein gutes Mario, es heißt Shaina Sisters. Passt nicht zum Thema, aber stimmt natürlich auch im Jahre 2017. Haha. Ja, und ich sehe, Brotbox ist auch inzwischen da. Hallo, grüß dich. Super, ja. Wir sind schon fast am Ende, aber wir werden auch heute die
Nachlese, denke ich mal, weiterlaufen lassen als kleine Entschädigung für die schlechte Qualität bei einigen Stellen heute. Aber ich habe das Gefühl, im Augenblick hat sich die Leitung ein bisschen beruhigt. Naja, der Robin ist weg. Wir haben nicht mehr die Hintergrundgeräusche vom Bahnhof. Ist doch schon mal etwas. Ja, wie gesagt, schaut auch gerne mal bei Patreon nach. Wir freuen uns da auch riesig über Unterstützung. Und wir sagen ja immer nur so als Gag, wenn nur jeder 1 Euro geben würde, dann könnten wir was ganz anderes auf die Beine stellen, als das, was wir jetzt im Augenblick machen. Wie gesagt, ist natürlich in keiner Form ein Zwang, aber wir freuen uns riesig, wenn ihr uns da ein bisschen helft. Denn, wie gesagt, viele der Ideen, die wir haben, lassen sich leider nicht mal eben so verwirklichen. Das geht wirklich nur, wenn wir da auch Unterstützung bekommen. Ja, und für die Patreon gibt es ja auch dann immer unsere Nachlesen. Und wie gesagt, die gibt es ja zu diesem Podcast auch noch, falls die Leitung noch ein bisschen hält. Die nächste Sendung ist am 15. September. Das Thema geben wir demnächst bekannt. Wie gesagt, entweder ein Crossover mit den Jungs von Nerds Meet You oder es gibt die Sim-Geschichte, die wir schon ein bisschen vor uns herschieben. Aber das wird sich in den nächsten Tagen, denke ich mal, klären. Ja, so viel erstmal von meiner Seite. Habt ihr noch irgendwas Spannendes zu erzählen oder heben wir uns die Details und Internas für die Nachlese auf? Alles nur für die zahlenden Patreonen. Genau. Alles, wir müssen alles, was wichtig ist, hinter einer Paywall verstecken, weil nur so kommen wir an die Leute ran. Ich hoffe, ihr habt die Ironie in dem Satz gehört, denn es gibt ja auch Mitbewerber, die das so machen und das werden wir definitiv nicht machen. Die Nachlese ist für uns eine Gelegenheit, nochmal so ein bisschen zu resümieren und auch ein bisschen über Sachen zu quatschen, die vielleicht gar nicht in diesen Podcast so richtig reinpassen. Also wie gesagt, der Podcast bleibt dauerhaft frei. Das ganz, ganz sicher, weil wir wollen für alle was machen und nicht nur für einige. Aber manchmal kann man nur etwas machen, wenn einige einem dabei helfen. So ist es halt in der heutigen Zeit. Ja, ganz klar. Wolfgang, hast du noch irgendwas zum Abschluss zu sagen? Spielst du immer noch PlayStation 1? ja, du hast mich ja damals so unterbrochen bei dem Lomax. Soll ich nochmal davon anfangen, wie toll das ist? Nein. Kannst du ja vielleicht gleich noch in der Nachlese, falls du noch mit dabei bist, aber ich denke mal, wir haben heute schon wirklich eine Menge an Informationen wieder rausgehauen. Ja, nur ein Wort vielleicht noch dazu. Es war natürlich wirklich eine sehr subjektive Auswahl, die wir haben. Es ist positiv ausgedrückt auch eine einzigartige Auswahl. Aber wenn man jetzt natürlich einen Rollenspiel-Fan fragt, der wird natürlich Perlen vermissen wie Luna, Legend of Dragoon oder Xenogears. Das war jetzt natürlich nicht kompatibel zu unseren Vorlieben. Das sind aber auch nicht so skurrile oder merkwürdige Sachen. Wir haben ja wirklich auch den das sind Punkt seltene gesetzt Sachen, auf ja. merkwürdige Dinge teilweise. Genau. Also, ich sag mal, ich finde halt auch, dass jetzt auch so Sachen jetzt wie Vip Rippen oder so, das muss jeder einmal in seinem Leben gespielt haben mindestens. Das sind einfach so Dinge, da hat er irgendjemand mal wirklich einen Geistesblitz und hat daraus ein Kunstwerk gemacht. Und sowas finde ich einfach faszinierend. Ich bin mal gespannt auf das Feedback und wer da andere Erfahrungen gemacht hat, der kann sich auch sehr gerne melden, würden wir uns freuen. Dafür gibt es auch die Rubrik Retro Talk, da könnt ihr dann gerne auch über eure PlayStation 1 Perlen sprechen. Ja, Selma, was erwarten wir von euch in dieser Zeit? Ist da schon was, wo wir uns drauf freuen können? Also im Moment freue ich mich darauf, die nächsten hoffentlich 2 Karten von BattleEye 2 weiterzuspielen. Bei Dirk weiß ich noch gar nicht. Der hat was von Gameboy-Spielen angedeutet. Also der hat sich aber scheinbar noch nicht entschieden. Ich bin mal gespannt. Lassen wir uns mal überraschen. Ich werde nochmal ein bisschen Master-System in den nächsten Tagen spielen und ich denke mal da fällt uns auch in nächster Zeit noch einiges ein, über das wir dann mal reden können. Ja. Schönen Gruß nochmal an den Chat, an Brotbox. Er hatte vergessen, dass wir heute früher angefangen haben. Und Alexander schreibt, wieso? Normalerweise sind wir doch um diese Uhrzeit erst beim Eingangsgag. Ja. Bisschen übertrieben, aber. Naja, wir hatten Tage, da hat sich einiges doch ganz gut hingezogen. Ja, ich denke mal, wir nutzen die Restleitung, die ich noch habe, gleich für die Nachlese und ja, bedanken uns nochmal beim Chat, bedanken uns bei allen Zuhörern und wie gesagt, hoffen weiterhin auf eure Unterstützung und auf eure rege Teilnahme. Ja, das war's eigentlich. Robin wird inzwischen im Zug sitzen, auf dem Weg zurück und ja, bei mir haben sich die Mücken schon so angehäuft, dass ich auch irgendwann mal hier dieses Fenster schließen muss. Aber immerhin haben wir den Podcast einigermaßen über die Runden bekommen. Vielen, vielen Dank an euch und ich denke mal, wir hören uns gleich noch teilweise in der Nachlese. Und für die Konserve geht's dann am 15. September hoffentlich weiter. Bis dahin alles Gute und hier schöne Grüße aus Rügen, von Rügen oder aus dem Land, wo es kein Internet gibt. Keine Ahnung. Ja, und schöne Grüße aus Berlin natürlich auch noch.
dem Land, in dem es keine Loser gibt. Keine Ahnung. Ja. Und von der Festnetzfraktion. Und bitte? Das habe ich auch nicht verstanden. Von unserer Festnetzfraktion, damit habe ich genau in Wolfgang und meine Richtung geschaut. Auf Wiederhören. Wunderbar. Und wir hören uns mit Sicherheit, wie gesagt, dann Mitte September nochmal wieder. Bis dann, alles Gute und ja, passt auf eure Internetleitung auf. Ciao. Ciao. Ihr wollt beim Retro-Kompott mitmachen? Ihr habt Fragen, Anregungen, Themenvorschläge? Möchtet einen Audiokommentar abgeben, als Gast in der Sendung mitmachen oder aus irgendeinem anderen Grund mit uns in Kontakt treten? Schreibt einfach eine Mail an mail@retrokompott.de. Ihr findet uns auch bei Twitter, bei Facebook, bei Amazon und in den jeweiligen Handystores als App oder auf der Homepage www.retrokompott.de. Robin und Patrick könnt ihr natürlich auch manchmal in ihrem kleinen Retro-Shop Comillusion in der Wandsbecker Chaussee 155 in Hamburg antreffen. Vielleicht sehen wir uns dort ja mal alle bei einer gemeinsamen Reise in die Vergangenheit. Wer unser Podcast-Projekt unterstützen möchte, findet auf patreon.com alle notwendigen Informationen. Unterstützer bekommen kleine Überraschungen oder auch mal exklusive Videos und erhalten zum Beispiel auch unsere aktuellen Interviews direkt nach der Aufnahme weit vor der Ausstrahlung im regulären Podcast. Unterstützen kann man uns natürlich auch gerne im Backoffice. Wir suchen immer fleißige Hände, die uns bei den Shownotes, bei der Recherche oder zum Beispiel auch bei Übersetzungen der Legenden-Interviews helfen können. Die Jingles sind übrigens tatsächlich Retro, die hat Patrick vor über 25 Jahren auf einem C64 programmiert. Natürlich sind sie deswegen auch GEMA-frei. Wir senden jeden zweiten Freitag auch live auf mixlr.com. Die Aufzeichnung wird zeitnah, meist schon am Wochenende, online gestellt. Hoffentlich besucht ihr uns auch wieder auf unserer nächsten Reise in die Vergangenheit. Ach ja, nach meinen Kontaktdaten braucht ihr gar nicht erst zu fragen. Ich bin nur die Stimme. Code 53280,0. Code 53281,0. Code 646,0.